Die Sehnsucht des Menschen nach einer goldenen Zukunft, nach einer schönen neuen Welt, nach dem Paradies, ist so alt wie die Menschheit selbst. Wann immer der Mensch neue bahnbrechende Entdeckungen machte, glaubte er, eine neue Zeit sei angebrochen, nun sei es vollbracht. Seit der Einführung der Zeitrechnung wurde die Sehnsucht nach einer vollkommen anderen und besseren Zukunft pünktlich zu Jahrhundertwechseln zum allgemeinen Fieber. Beim Wechsel in ein neues Jahrtausend durfte und darf mit Massenhysterie und Panik gerechnet werden. Von den Religionen ist dieser Traum vom Paradies noch verstärkt worden. Die Idee des Kommunismus ist auf diesen Traum gebaut, ebenso wie die letzte dieser Sehnsuchtsepidemien, die New Age-Bewegung. Zwischen beiden liegt die deutsche Version des neuen Zeitalters, der nationalsozialistische Staat. Der Nationalsozialismus hat die kommunistische Idee der Gemeinschaft aller umgeformt in Gemeinschaft aller Arier. Der Nationalsozialismus hat die Idee des heutigen New Age, von der Selbstverwirklichung des Menschen, in der Idee der Selbstverwirklichung einer Rasse auf Kosten der anderen Völker pervertiert vorweggenommen. Ihr wisst nichts von mir. Meine Parteigenossen haben keine Ahnung von den Träumen, die mich bewegen. Und von dem grandiosen Gebäude, dessen Grundmauern zumindest stehen werden, wenn ich sterbe. Es wird sich eine Umwälzung auf der Erde vollziehen, die ihr, die Nicht-Eingeweihten, nicht verstehen könnt. Das, was hier vor sich geht, ist mehr als das Heraufkommen einer neuen Religion. Der Ausspruch stammt von Adolf Hitler. Dem Mann, der auf den Träumen eines Volkes seine Macht errichtete. Dem Redner und Parteiführer, der immer wieder verkündete, folgt mir, ich führe euch in die neue Zeit. Adolf Hitler hatte gelernt, wie man aus Sehnsüchten und Träumen Waffen schmiedet. Er hatte gelernt, welche Macht in der Idee der Gemeinschaft steckt. Wer hatte Hitler dies alles gelehrt? Warum und auf welche Weise verwandelte sich der unscheinbare Postkartenmaler aus Wien in den Führer Großdeutschlands? Die Geschichtswissenschaft hat bisher in unzähligen Untersuchungen und Veröffentlichungen den Aufstieg Hitlers und seine anschließende Herrschaft beschrieben. Die Frage, wie war Hitler möglich, wurde mit Arbeitslosenzahlen und Wahlstatistiken abgetan. Diese Sendung versucht, neue Antworten zu geben. Antworten, die sich ergeben aus den Verbindungen der NS-Führer zum Okkultismus und zu okkulten Geheimlogen. Antworten, die uns die Nachforschung nach Hitlers geistigen Lehrern liefern. Antworten schließlich, die wir erhalten, wenn wir die Techniken der Massenbeeinflussung untersuchen und dabei magische Praktiken entdecken. Die Beherrschung der Kunst der Massenführung setzt eine angestrengte Arbeit voraus. Die Gegner hatten ja, als wir anfingen, die Herrschaft über die Masse. Und plötzlich kam da jemand und eine große Massenbewegung entstand. Lag das nur am Glück und an der Kritiklosigkeit der Masse? Die Herren irren. Es lag auch ein wenig an unserem Fleiß und der von uns erarbeiteten Technik. Bewusstseinsabsenkung hin zur aufnahmewilligen fanatischen Hingabe sei das Ziel, sagt Hitler weiter. Das Volk müsse in eine Art Trance-Zustand versetzt werden. In dieser Trance übertrage sich alles, was man dem Volk sage, wie eine in Hypnose gegebene Suggestion, die dann jeder vernünftig logischen Belehrung standhalte. Wer hatte derlei Psychologie einem Gelegenheitsarbeiter aus Wien, einer Vollweise ohne Heimat, beigebracht? Hitler sprach wie ein Seher und Eingeweihter. Es war eine biologische Mystik, oder soll man sagen, eine mystische Biologie, die das Fundament seiner Eingebungen bildete. Der Irrweg des Geistes erschien als der eigentliche Abfall des Menschen von seiner göttlichen Berufung. Magisch sichtig zu werden, das schien ihm als das Ziel der menschlichen Fortentwicklung. Er selbst fühlte sich bereits an der Schwelle dieses magischen Wissens und schrieb ihm seine Erfolge und seine künftige Bedeutung zu. Der ehemalige NSDAP-Senatspräsident von Danzig, Dr. Hermann Rauschning, hat dies in seinem Buch »Gespräche mit Hitler« geschrieben. Rauschning hat Hitler als erster in einer Weise charakterisiert, die das Bild des politischen Führers Adolf Hitler weit übersteigt. Nach Rauschning ging es Hitler tatsächlich um mehr als nur die Errichtung eines arischen Großreichs. Nach Rauschning wollte Hitler einen neuen Menschen schaffen, einen Gottmenschen, der sich seiner magischen Kräfte bewusst ist. Ein Gedanke, der heutigen New Age-Bewegung nicht fern ist. Der Mensch des New Age wird seine Fähigkeit zur außersinnlichen Wahrnehmung wiederentdecken. Er wird erkennen, dass er der Schöpfer seines eigenen Schicksals ist.
Die Entwicklung der Menschheit wird in eine neue Phase treten. Im Unterschied zu diesen Gedanken, geäußert von der New Age-Propagandistin Shirley MacLaine, war Hitlers Konzept vom neuen Zeitalter kein individualistisches, sondern ein biologisch-rassistisches. Nicht der Einzelne hat sich weiterzuentwickeln zu einem höheren Bewusstseinsgrad, sondern das Volk. Unsere Revolution ist der endgültige Schritt zur Anerkennung rein biologischer Werte. Und ich werde durch ganz Europa und die ganze Welt diese neue Auslese in Gang bringen, wie sie in Deutschland der Nationalsozialismus darstellt. In jeder Nation, der ältesten und festgefügtesten, wird sich der Zersetzungs- und Umschichtungsprozess abspielen. Der aktive Teil der Nationen, der Kampfwillige, der Nordische, wird wieder heraufsteigen und über diese Krämer und Pazifisten, diese Puritaner und Geschäftemacher zu dem beherrschenden Element werden. Vor dieser Revolution wird kein Judengott diese Demokratien schützen. Es kommt eine harte Zeit herauf. Dafür werde ich sorgen. Wie Hitler die von ihm angekündigte neue Auslese in Gang bringen wollte, wird eine weitere Frage dieser Sendung sein. Wer waren die geistigen Väter des Nationalsozialismus? Wir werden erkennen, dass die Wurzeln der NS-Weltanschauung im Okkultismus liegen und dass die Techniken, mit denen diese Ideologie verbreitet wurde, aus der schwarzen Magie entliehen wurden. In keinem anderen Land wurden so viele Wunder vollbracht, so viele Geister gesehen, so viele Krankheiten durch Magnetismus geheilt, so viele Horoskope gelesen zwischen beiden Weltkriegen wie in Deutschland. Schreibt Konrad Heiden, ein Journalist jener Tage. Heiden sieht in dieser Neigung der Deutschen zum Okkulten, zum dunklen, geheimen Wissen eine der Voraussetzungen für Hitlers Erfolg. Der Okkultismus, ein sehr abstrakt allgemeiner Begriff, versucht, geheime Kräfte aufzuspüren, die den tatsächlichen Ereignissen zugrunde liegen. Diese im Verborgenen liegenden Antriebskräfte werden heute als Energien definiert. Noch zu Hitlers und Heidens Zeiten wurden diese Energien in Personifizierungen beschrieben, ganz so, wie es auch die Religionen tun. Die positiven oder aufbauenden Energien wurden als Engel, Heilige oder Schutzgeister angerufen. In der NS-Religion wurden sie mit den Tugenden der nordischen Ahnen gleichgesetzt. Die negativen Energien wurden als Dämon, Satan, die dunklen Mächte oder die Mächte der Finsternis bezeichnet. Im NS-Glauben wurden die Juden als Inbegriff des Bösen personifiziert. Mithilfe von kultischen Handlungen und Ritualen wurde zu allen Zeiten versucht, diese Energien zu nutzen. Die gebräuchlichste Form dieser Energieaufladung ist das Gebet, die umstrittenste Form ist die Magie. Der Begriff der Magie leitet sich her von der persischen Zoroaster-Sekte, den Magi, die sich der Erforschung der geistigen Welt als Grundlage der stofflich-materiellen Welt verschrieben hatten. Magie bezeichnet den Versuch, die materielle Welt mithilfe geistiger Energien zu beherrschen. Der Magier benutzt Rituale und Kulte, um diese Energien in sich oder in seinen Schülern zu wecken und fremde Energien als Helfer anzurufen. In den Religionen wird dieser Akt aufgeführt, um eine Erfahrung der höchsten Energie, eine Erfahrung von Gott zu erreichen. So werden zum Beispiel in der katholischen Kirche während der Eucharistiefeier bestimmte Gebete gesprochen und bestimmte Rituale begangen, um während der Kommunion, der rituellen Aufnahme des Leibes Christi, die geistige Vereinigung mit der Energie Gottes herbeizuführen. Diese und ähnliche Handlungen werden als weiße Magie bezeichnet. Ihr Ziel ist, der Gemeinschaft eine Erfahrung von Heil und Erlösung zu vermitteln, mithilfe einer sinnlich erlebten Energieaufladung, wie es ja auch als Pfingstereignis so deutlich in der Bibel beschrieben wird. Der sogenannten schwarzen Magie geht es um das genaue Gegenteil. Der Magiegläubige betet nicht um die göttliche Energie und gibt sich dann der Erfahrung hin, sondern er ruft die sogenannten dunklen oder schwarzen Mächte an und stellt sich ihnen als ihr Werkzeug zur Verfügung. Sein Ziel ist die Macht über andere. Der Glaube gab uns die gewaltige Kraft, das Unvorstellbare zu gewinnen. Man sagt, der Glaube vermag Berge zu versetzen. Hier hat sich tatsächlich gezeigt, dass der Glaube ein Volk retten kann. Ein großes, mächtiges Volk. Worte von Hermann Göring an die deutsche Jugend. Hitler und Goebbels haben ebenfalls die Kraft des Glaubens stets hervorgehoben. Galt ihr Glaubensappell auch für sie selbst? Haben sie an ihre Lehre geglaubt? Haben sie an Magie geglaubt? Magie funktioniert für den, der daran glaubt.
Die moderne Psychologie erklärt diesen Vorgang, indem sie behauptet, Emotionen erzeugen die Energie, die notwendig ist, um Taten zu vollbringen. Der Glaube, insbesondere wenn er durch ein Gemeinschaftserlebnis und durch Kulte und Rituale verstärkt wird, ist eine sehr tiefgehende Emotion. Wer Glauben im Herzen hat, der hat die stärkste Kraft der Welt, sagte Adolf Hitler am 3. November 1924 in Landsberg, zu einer Zeit, da er bereits die Theorie des Massenpsychologen Gustave Le Bon in die Tat umsetzte. Le Bons Werk, Die Psychologie der Massen, 1919 erschienen, war eines der wenigen Bücher, das Hitler genau studiert hatte. Le Bon schreibt: Von allen der Menschheit zur Verfügung stehenden Kräften war der Glaube allezeit eine der stärksten. Die großen geschichtlichen Ereignisse wurden von obskuren Gläubigen, die nichts für sich als ihren Glauben hatten, ins Leben gerufen. Haben die führenden Nationalsozialisten an Magie geglaubt? Kannten sie magische Techniken? Wer hatte sie eingeweiht? Hitler kam als junger Mann in Wien, er lebte dort zwischen seinem 19. und 25. Lebensjahr, mit den Lehren okkult-rassistischer Geheimgesellschaften in Verbindung. Die Kriterien dieser Bünde werden uns in der SS wieder begegnen. Gehorsam gegen einem charismatischen und messianischen Führer. Geheimhaltung. Treue zur Gruppe, vorrangig vor allen persönlichen Bindungen. Glaube an übernatürliche Fähigkeiten, in die nur Mitglieder eingeweiht werden dürfen. Glaube an Wiedergeburt. Glaube an die Mythen von vorgeschichtlichen Riesen und Übermenschen, deren Wissen von auserwählten Gruppen bis heute mündlich überliefert worden sei. In manchen Fällen Anwendung schwarzer Magie. Der Einfluss der Münchner Geheimloge Thule-Gesellschaft auf den 31-jährigen Kriegsheimkehrer Hitler gibt weitere Aufschlüsse auf die Frage nach den geistigen Lehrern des Nationalsozialismus. Die Philosophie der Wiener und Münchner Okkultisten kehrt wieder im nationalsozialistischen Manifest Mein Kampf und in Hitlers Reden. Blut und Boden, Glaube und Kampf, Lebensraum und Rassismus finden wir bei den Lehrern und bei ihrem Meisteradepten Adolf Hitler. Ein Wesen, das die magische Gewalt besäße, die Zeit nach Belieben wechseln zu lassen, hätte die Macht, welche von den Gläubigen Gott zugeschrieben wird. Ein weiteres Zitat aus der Psychologie der Massen. Hitler und seine Redner befolgten diesen Grundsatz des französischen Psychologen. Sie drehten das Rad der Geschichte zurück und entwarfen die Vision einer großgermanischen Volksgemeinschaft. Die Nationalsozialisten verurteilten in ihrer Demagogie die bestehende Wirklichkeit und stellten dem ihre Vision entgegen. Nach Le Bon ist dies bereits ein magischer Akt. Der zweite magische Akt, die Rituale, die Feuer- und Aufmärsche, die Reden und Feiern, in denen die Teilnehmer in eine Trance versetzt wurden, die sie Schauspiel mit Realität verwechseln ließ. Der dritte magische Akt schließlich ist der Vollzug des okkult-magischen Vermächtnisses. Ich habe mir die praktische Aufgabe gestellt, durch äußere Auslese nach dem Erscheinungsbild und durch eine dauernde Belastung, durch eine brutale, ohne menschliche Sentimentalität geführte Auswahl, durch Ausmerzen des Schwachen und Untauglichen, einen neuen germanischen Stamm heranzuziehen. Ein offenes Bekenntnis Heinrich Himmlers zu den Zielen der Nationalsozialisten, verkündet 1943 in einer Rede vor den Befehlshabern der Kriegsmarine. Die Ausleseidee Hitlers und seiner okkulten Lehrer war grausame Wirklichkeit geworden. Die Nationalsozialisten setzten nach 1933 ihren Glauben in die Tat um. Himmler sagt: Wenn wir unsere nordische Art erhalten wollen, dann müssen eben die anderen ausgemerzt werden. Am Ende machte Adolf Hitler auch nicht davor Halt, die eigene nordische Art auszumerzen. Als die Magie von der Realität überholt wurde, gingen dem Magier die Kräfte aus. Aber seine okkulten Ideen spuken noch immer herum, wie die Geister des goethischen Zauberlehrlings. Savitri Devi Mukherjee zum Beispiel, eine Schriftstellerin aus dem indischen Kalkutta, schreibt in ihrem 1958 in englischer Sprache erschienenen Buch Pilgerfahrt: Adolf Hitler ist der größte Retter und Führer der Zukunft. Und kosmische Wahrheit, älter als Sonne und Sterne, ist der göttliche Atem seiner Bewegung. Hinter Ruhm und Tragik seiner politischen Karriere steht die Essenz ewiger Weisheit. Das neue Zeitalter nationalsozialistischer Prägung ist nicht Wirklichkeit geworden. Aber es hat in den 12 Jahren seiner Existenz die Welt verändert. Es hat der Welt gezeigt, welche Konsequenzen es haben kann,
einem Führer zu folgen, der Politik mit Religion und Traum mit Wirklichkeit vertauscht. Es hat uns gelehrt, gegenüber Predigern, die mit Ängsten und Sehnsüchten Massen erregen, wachsam zu sein. Und es hat uns ermahnt, die geistigen Väter der Menschen zu hinterfragen, die sich als Retter der Welt und als Führer in ein goldenes neues Zeitalter präsentieren. Zweites Kapitel: Die Einweihung der Propheten. Wien war und blieb für mich die Schule meines Lebens. Ich erhielt in ihr die Grundlage für meine Weltanschauung im Großen und meine politische Betrachtungsweise im Kleinen, die ich später nur noch im Einzelnen zu ergänzen brauchte, die mich aber nie mehr verließ. Mit dieser Aussage fasst Hitler die 120 Seiten umfassende Darstellung seiner Wiener Jahre 1907 bis 13 in Mein Kampf zusammen. Wer lehrte ihn seine Weltanschauung im Großen und seine politische Betrachtungsweise im Kleinen? Wie bildete sich der 19-jährige Arbeitslose, der sich selbst freischaffender Kunstmaler nannte und der trotz einer Waisenrente, die ihm das Einkommen eines Lehrers oder Postbeamten jener Tage sicherte, nicht mit dem Leben zurechtkam? Georg Ritter von Schönerer ist in Wien Hitlers politisches Vorbild. Schönerer ist Gründer und Führer der Altdeutschen Partei. Er fordert im Reichstag öffentlich die Entfernung der Juden. Hitler verschweigt in Mein Kampf, dass er aus Schönerers Zeitung, dem Deutschen Tageblatt, seine politischen Anschauungen bezogen hat, wie Hitler überhaupt seine geistigen Väter stets geheim hielt. Eberhard Jeckel hat in seinem Buch Hitlers Weltanschauung belegt, dass Hitler von Schönerer außer dem Antisemitismus auch den aggressiven Nationalismus, das Programm der Vereinigung von Deutschland und Österreich, den Hass auf die Habsburger sowie den Antisozialismus übernommen hat. In dem christlich-sozialen Bürgermeister von Wien, Dr. Karl Lueger, sieht Hitler sein Vorbild als charismatischer Führer. Lueger ist der Führer einer politischen Partei, die er Bewegung nennt. Und Lueger ist ein geschickter Demagoge. Wie Hitler stammt er aus einfachen Kreisen und verachtet die Intellektuellen. Wie Hitler begeistert er sich für Städteplanung. Wie Hitler ist Lueger unverheiratet. Hitler ließ die Luegersche Tageszeitung das Deutsche Volksblatt, eine Mischung aus Rassismus, Sex und Verleumdungen politischer Gegner. Die Berichte der Zeitung erinnern an den Stürmer, jene Hetzzeitschrift, die Hitler nach eigener Aussage so sehr schätzte. Da ist von jüdischen Damen die Rede, die arische Frauen zu Orgien verführen, oder von alten jüdischen Lüstlingen, die arische Kinder missbrauchen. Derlei Broschüren sind es, aus denen Hitler seine Bildung bezieht. Der österreichische Tiefenpsychologe Wilfried Daim hat den Nachweis geführt, dass die wichtigste Informationsquelle Hitlers in Wien die Zeitschrift Ostara war. Sie trägt den Untertitel Briefbücherei der blonden Mannesrechtler. Die Ostara ist die erste und einzige Zeitschrift zur Erforschung und Pflege des heroischen Rassentums und Mannesrechtes, die die Ergebnisse der Rassenkunde tatsächlich in Anwendung bringen will, um die heroische Edelrasse auf dem Weg der planmäßigen Reinzucht und des Menschenrechts vor der Vernichtung durch sozialistische und feministische Umstürzler zu bewahren. So beschreibt Adolf Josef Lanz, der sich Jörg Lanz von Liebenfels nennt, seine rassistische Zeitschrift Ostara. Lanz, ein ehemaliger Zisterziensermönch, lässt seine Schrift mit Hakenkreuzabbildungen illustrieren. 1900 gründet Lanz den Orden des Neuen Tempels. In der für seinen Geheimorden erworbenen Burg Werfenstein in Oberösterreich hisst er die Hakenkreuzfahne. Lanz spricht vom Kommen des Messias, von der Verantwortung der Arier in der Geschichte in ihrem Kampf gegen die dunklen Mächte Judas. Der heilige Gral deutschen Blutes, schreibt Lanz, müsse von der neuen Bruderschaft der Templer verteidigt werden. Und Hitler sagt 1934 über die SS: Wie können wir den Niedergang der Rasse aufhalten? Sollen wir einen Orden gründen? Die Bruderschaft der Templer um den heiligen Gral reinen Blutes? Eng mit Lanz von Liebenfels befreundet ist ein anderer rassistischer Geheimbündler jener Jahre, Guido von List. Er ist der erste populäre Autor, der die völkische Ideologie mit dem Okkultismus verbindet. Er beansprucht, der letzte Magier der Armanen zu sein. Die Armanen sind nach List die geistigen Führer, die Priester der Arier gewesen. Ihre Tradition will List in dem von ihm gegründeten Hohen Armanenorden weiterführen. Dieser Orden soll das Neue Reich vorbereiten. Das Neue Reich soll, so fordert List, in Gaue untergliedert sein mit einem Gauleiter als Führer.
An der Spitze dieses neuen Reiches solle die sichtbare Verkörperung der arischen Ordnung stehen. Ein neuer Herrschertyp, dem sich die Arier freiwillig unterordnen würden. Dieser Führer werde sich mit heiligem Eid an seine Untergebenen binden. Das neue Reich soll besondere Rassengesetze verkünden, um die Arier zu schützen und die Minderrassigen zu unterdrücken. Nur den arischen Herrenmenschen soll die Bürgerschaft zugesprochen werden. Zur Vermeidung von Rassenvermischung seien strenge Ehegesetze notwendig. Jede Familie müsse einen Stammbaum führen, der von Staatsbeamten überprüft werden könne. List empfiehlt die doppelte Sigrune SS als Symbol des neuen rassereinen Reiches. Diese Gedanken von List sind 1908 veröffentlicht worden. Sie kehren in der Gesetzgebung des Dritten Reiches wieder. Kurz vor seinem Tod, 1919, schreibt List, 1932 werde ein rassisch reiner Staat gegründet werden, der die Demokratie und das Judentum auslöschen werde. Dieses prophetische Testament Lists an seine Schüler ist unterschrieben mit Armanen, Gruß und Heil. Die Vorhersage war um ein Jahr und um zwei Worte falsch. Hitlers Machtergreifung war 1933 und man grüßte mit deutschem Gruß und Heil Hitler. Der prominente völkische Journalist Philipp Stauf, Mitglied der List-Gesellschaft, des List'schen Hohen Armanenordens und des Lantzschen Neuen Templerordens, ist ein weiterer geistiger Vorläufer Hitlers. Stauf fordert die Errichtung einer geheimen Loge, um ein Eindringen des jüdischen Feindes in die nationalen Kreise zu verhindern. Tatsächlich gründet Stauf 1912 den Germanenorden nach freimaurerischem Vorbild. Der Germanenorden fordert eine arisch-germanische Religionsgründung und die Schaffung eines alldeutschen Armanenreichs, aus dem alle Nicht-Arier ausgewiesen werden sollen. Was ich von den Freimaurern übernommen habe? Sie bilden eine Art Priesteradel. Sie schließen sich durch besondere Bräuche ab. Sie haben eine Geheimlehre entwickelt, die keine einfach formulierte Lehre ist, sondern in Symbolen und geheimnisvollen Riten stufenweise höhere Einsicht gewährt. Der hierarchische Aufbau und die Erziehung durch Symbole und Riten, das heißt ohne den Verstand zu behelligen, sondern durch Befruchtung der Fantasie, durch magische Einwirkung von kultischen Symbolen, das ist das Gefährliche und Große und von mir Übernommene. Sehen Sie nicht, dass unsere Partei etwas ganz Ähnliches sein muss? Ein Orden, die hierarchische Ordnung eines weltlichen Priestertums. Worte Adolf Hitlers aus dem Jahre 1934. Die Lehren und Praktiken der Geheimorden eines Lanz, List und Stauf hatten Früchte getragen. Von Staufs Germanenorden wird noch mehr zu berichten sein. Genauer von seinem Münchner Ableger, der Thule-Gesellschaft. Dazu müssen wir allerdings das Vorkriegs-Wien verlassen und 6 Jahre überspringen. Der unbekannte Wiener Kunstmaler kehrt aus dem Krieg nach München zurück. Wegen seiner nationalen Einstellung wird der Kriegsheimkehrer nicht aus der Reichswehr entlassen, sondern er wird von der Propaganda- und Presseabteilung des Reichswehrgruppenkommandos 4 in München übernommen. Der unscheinbare Gefreite soll als V-Mann die zahlreichen politischen Gruppen in München bespitzeln. Mitte September 1919 tritt Hitler auf Geheiß seiner Vorgesetzten in die neu gegründete Deutsche Arbeiterpartei ein. Über die nur 50 Mitglieder zählende Partei soll Hitler den Kontakt zu einer gewissen Thule-Gesellschaft herstellen. Die Gründer und Spitzenfunktionäre der DAP, der Journalist Karl Harrer und der Eisenbahnschlosser Anton Drexler, gehören beide der Thule an. Auf Thule lebte einst ein Geschlecht von riesenhaften Übermenschen. Sie standen durch magische Kräfte mit dem Kosmos in Verbindung. Nach dem Untergang ihrer Kultur ist das Wissen der Thule-Menschen nach Tibet gelangt. Dieses Wissen ist nun zur Entstehung einer neuen Rasse von nordisch-arischen Atlantiern bestimmt. Ein neuer Messias wird kommen, der das deutsche Volk zu dieser, seiner wahren Bestimmung führen wird. Das war das Glaubensbekenntnis der Thule-Brüder. Aber die Thule war kein Club okkulter Spinner. Dieser als Studiengruppe für germanisches Altertum getarnte Geheimorden plant die Gegenrevolution gegen die Erste Deutsche Republik. Die Thule, gegründet von dem obskuren Astrologen Rudolf von Sebottendorf, zählt 250 Mitglieder in München und etwa 1500 in ganz Bayern. Meine Brüder und Schwestern, wir erlebten gestern den Zusammenbruch alles dessen, was uns vertraut, was uns lieb und wert war.
Anstelle unserer blutsverwandten Fürsten herrscht unser Todfeind Juda. Wir sind alle gefährdet, die wir im Kampfe stehen, denn uns hasst der Feind mit dem grenzenlosen Hasse der jüdischen Rasse. Es geht jetzt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Unser Orden ist ein Germanenorden, germanisch wie die Treue. Unser Gott ist Wahlvater, seine Rune ist die A-Rune. Die gestrige Revolution, gemacht von Niederrassigen, um den Germanen zu verderben, ist der Beginn der Läuterung. Von uns allein wird es abhängen, wie lange oder wie kurz diese Läuterung sein wird. Nun wollen wir reden vom Deutschen Reich. Jetzt wollen wir sagen, dass der Jude unser Todfeind ist. Von heute ab werden wir handeln. Auszüge aus einer Rede des Ordensmeisters Rudolf von Sebottendorf vom 9. November 1918. Damit dieses Programm nicht leere Demagogik bleibt, unternimmt die Thule eine Reihe von Schritten. Die Thule-Brüder Drexler und Harrer gründen die DAP. Thule-Mitglied Alfred Brunner errichtet im Mai 1919 die Deutschsozialistische Partei. Die Thule stellt den nationalen Kräften Münchens während der Zeit der kommunistischen Räterepublik ihre Geschäftsräume im Hotel Vier Jahreszeiten zur Verfügung und erwirbt sich damit die Führerrolle des zivilen Widerstandes gegen die Revolution. Thule-Mitglieder begehen eine Reihe von Attentaten an kommunistischen und sozialistischen Politikern. Andere beschaffen Geld und Waffen für die zur Unterstützung der Reichswehr aufgestellten Freikorps. Bewiesen ist, dass der Thule die damals einflussreichsten Mitglieder der Münchner Gesellschaft angehörten. Professoren, Fabrikanten, Anwälte, Mediziner, Aristokraten und Richter, wie ein Einblick in die Mitgliederkartei der Thule verrät. Die Liste der Thule-Mitglieder von 1919 liest sich wie ein Who's Who des Dritten Reiches. Der spätere NS-Justizminister Gürtner, der Münchner Polizeipräsident Pohner, der spätere Reichsinnenminister Frick, der spätere Reichsleiter der NSDAP und Reichsminister für die besetzten Ostgebiete Alfred Rosenberg, der künftige Stellvertreter des Führers Rudolf Hess, der spätere Herausgeber des Stürmer Julius Streicher, der spätere Generalgouverneur von Polen Hans Frank, Käthe Bierbaumer, Hitlers spätere Geldgeberin, Gottfried Feder, Mitinhaber des Franz-Eher-Verlages, der später alle NSDAP-Schriften drucken wird, Karl Fieler, der Oberbürgermeister von München, die Brüder Walterspiel, Inhaber des Hotels Vier Jahreszeiten, Heinrich Joost, später Chef des SS-Geheimdienstes, Dietrich Eckhardt, Journalist und geistiger Lehrer Hitlers und als Gastmitglied Adolf Hitler. Von vielen Thule-Mitgliedern wird später noch die Rede sein. Für den politisch noch unerfahrenen Hitler wird zunächst ein Mann bedeutend, Dietrich Eckhardt. Konrad Heiden schreibt in seiner 1940 im Exil erschienenen Biografie Der Führer. Dietrich Eckhardt übernimmt Adolf Hitlers geistige Führung. Hitler lernt von ihm schreiben und sogar sprechen. Eckhardt ist bereits vor seiner Begegnung mit Hitler ein bekannter Mann. Er ist Schriftsteller und Journalist und er gilt als der Ideologe, der Chefdogmatiker der Thule. Er fordert 1919: Wir brauchen einen Mann als Führer, der nicht vor dem Rattern eines Maschinengewehrs davonrennt. Ein Offizier wäre nicht der Richtige. Vor dem hat das Volk keinen Respekt mehr. Am besten wäre ein Arbeiter mit dem Maul auf dem rechten Fleck. Bloß kein gelehrter Professor, der zitternd mit vollgeschissenen Hosen dasitzt, wenn die Roten die Stuhlbeine schwingen. Außerdem muss er Junggeselle sein. Dann werden wir die Weiber kriegen. Als Hitler Eckhardt begegnet, erkennt Eckhardt in ihm den gesuchten Volksführer. Er nimmt den 31-jährigen, ungehobelten und schüchternen Bierhallenredner unter seine Fittiche. 3 Jahre lang, von 1920 bis 1923, isst der um 20 Jahre ältere Eckhardt mit Hitler in feinen Restaurants, nimmt ihn auf gesellschaftliche Einladungen mit, kurz macht den unbekannten Redner der kleinen, unbeachteten Partei bekannt und salonfähig. Und er lehrt den dankbaren und unwissenden Adepten seine Weltanschauung. Im Jahre 1923 stirbt der Bohemien an den Folgen seines Alkohol- und Morphiumkonsums. Von seinem Totenbett aus ermahnt er noch einmal seine Thule-Brüder: Folgt Hitler, er wird tanzen, aber die Musik zu seinem Tanz habe ich komponiert. Wir haben ihm die Mittel gegeben, mit ihnen in Verbindung zu treten. Beklagt mich nicht. Ich werde mehr Einfluss auf die Geschichte gehabt haben als jeder andere Deutsche. Welche Musik war es, die Eckhardt komponiert hatte? Welche Mittel hatte er Hitler mitgegeben?
Wovon spricht Eckhart, wenn er sagt, er habe Hitler die Mittel gegeben, mit ihnen in Verbindung zu treten? Aus Eckharts Veröffentlichungen lässt sich ersehen, dass Eckharts Weltanschauung einer von ihm uminterpretierten christlichen Mystik entstammt. Besonders Angelus Silesius Gedanke, die Materie sei Illusion, ist von Eckhart als Grundregel übernommen worden. Nach Silesius muss sich der Mensch von dieser Illusion der stofflichen Welt befreien und die geistige Welt als den Herrscher des Universums begreifen. Eckhart spinnt Silesius Faden weiter. Die Juden hätten gegen Silesius die Lehre gesetzt, macht euch die Erde, sprich die stoffliche Welt, untertan. Mit diesem Credo zur materiellen Welt hätten die Juden den Menschen verdorben, ihn von seiner eigentlichen Bestimmung und Gottgleichheit weggelockt, wie es die Schlange in der Schöpfungsgeschichte tut. Der Materialismus als Erbsünde. Paulus und die Evangelisten hätten die Worte Jesu verfälscht und mit den Schriften des jüdischen Alten Testaments in Einklang gebracht. Mit diesem Betrug hätten sie die materialistische Lebenseinstellung vom Judentum auf das Christentum übertragen. Nur die Arier könnten die Welt wieder von der Sünde des Materialismus befreien. Laut Trevor Ravenscroft, dem Autor des Buches Der Speer des Schicksals, sei Eckharts letzte Tat vor seinem Tode 1923 die Einweihung Hitlers gewesen, in einem magisch-sadistischen Ritual. Eckhart und der geheime innere Zirkel der Thule-Gesellschaft praktizierten nach Ravenscroft eine Form astrologischer Magie. Es ist nicht auszuschließen, dass Eckhart als Kenner der okkulten Szene mit dem sogenannten Magus des 20. Jahrhunderts Aleister Crowley in Kontakt gekommen ist. Aleister Crowley hat durch seine Mitarbeit in einflussreichen Geheimgesellschaften in England und Deutschland die Renaissance der Magie zu Beginn dieses Jahrhunderts wesentlich gefördert. Seine Weltanschauung gipfelt in dem Satz, tue, was du willst. Das soll sein, das ganze Gesetz. Der Wille hatte auch in Hitlers Weltanschauung eine zentrale Bedeutung. Folgen wir den von Hermann Rauschning überlieferten Gesprächen Hitlers, dann fallen zwischen Hitlers Aussagen und dem von Crowley veröffentlichten Book of the Law zahlreiche Übereinstimmungen auf. Beide glauben vor allem an die Existenz böser Mächte. Crowley, so schreibt Ravenscroft weiter, habe im sogenannten Thule-Kloster von Telema in Sizilien die Praktiken eines im 9. Jahrhundert regierenden Grafen namens Landulf II. Studiert. Dem Grafen werden magisch-sadistische Rituale nachgesagt. Crowley habe auf Landulfs ehemaligem Schloss den Antichrist in einem faustischen Akt angerufen. Ähnliche Rituale fanden nach Ravenscroft in Liszts Armanenorden statt. Auch Hitler solle sich vor dem in der Wiener Hofschatzkammer aufbewahrten Speer des Longinus dem Antichrist geweiht haben. Eckhart und Rosenberg von der Thule schließlich hätten diese Praktiken in den spiritistischen Sitzungen der Thule-Gesellschaft ebenfalls angewendet. Allerdings sind für diese Spekulation Ravenscrofts, die von zahlreichen anderen Autoren übernommen wurde, keine Belege zu finden. Ob in den genannten Geheimorden magische Rituale aufgeführt wurden, bleibt bis auf den heutigen Tag eine offene Frage. Der Einfluss der Thule auf den V-Mann der Reichswehr und Parteiangehörigen der DAP kann jedoch mit Fakten belegt werden. Kurz nach seinem Parteieintritt wird Hitler Redner und Werbeobmann der Partei. Er ist eingebettet in ein Netz von Thule-Leuten. Sein Geschäftsführer, der Bankkaufmann und ehemalige Kriegskamerad Max Ammann, gehört der Thule an und kann der Partei durch diese Verbindung jederzeit kurzfristige Kredite beschaffen. Den Schutz von Polizei und Justiz garantieren die Thule-Brüder Gürtner als bayerischer Justizminister und Pohner als Münchner Polizeipräsident. Dietrich Eckhart ist nach dem Erwerb des völkischen Beobachters durch die Partei, die sich ab 24. Februar 1920 in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei umbenennt, Chefredakteur der Zeitung und Hitlers wichtigstes publizistisches Sprachrohr. Eckhart ist Thulemann. Alfred Rosenberg von der Thule ist Eckharts Stellvertreter. Der Tod von Hitlers eigentlichem Lehrer, Dietrich Eckhart, fällt mit der Haftzeit Hitlers zusammen. Besonders während der 9 Monate, die Hitler in einer komfortablen Zelle in Landsberg verbringt, erfährt Hitlers Ausbildung ihren letzten Schliff. Als Hitler am 20. Dezember 1924 aus der Haft entlassen wird, scheint er gewandelt. Was war geschehen? Was hat man ihn gelehrt? Und wer waren diese Lehrer? Welches neue Selbstbild vermittelten sie Hitler? Wie sah die Weltanschauung aus, die Hitler nun zum ersten Mal schriftlich niederlegte?
Drittes Kapitel, die nationalsozialistische Glaubenslehre. Woher wird er kommen? Niemand weiß es. Vielleicht aus einem Palast, vielleicht aus einer Hütte. Aber ein jeder wird ihn sofort erkennen und ausrufen, er ist es, unser Führer. Jeder wird ihm zujubeln, jeder wird ihm gehorchen. Warum? Weil seine Person eine außergewöhnliche Kraft ausstrahlen wird. Er allein weiß, was die Seelen wirklich sind. Er spielt auf ihnen wie auf den Saiten eines Klaviers. Kurt Hesse hat das geschrieben in einem 1920 in Berlin erschienenen Buch Der Feldherr Psychologos. Ein Suchen nach dem Führer der deutschen Zukunft. Hesses Buch spiegelt die Stimmung in Deutschland während der Geburtswehen der ersten deutschen Republik von 1919 bis etwa 24 wieder. Robert Musil schreibt in seinem Roman Der Mann ohne Eigenschaften, die Sehnsucht nach einem politischen Übervater sei nur die äußere Seite der Sehnsucht. Die innere, tiefer liegende Seite sei die Sehnsucht nach einem Erlöser. Die geistigen Menschen waren nicht befriedigt. Ihre Gedanken kamen niemals zur Ruhe. So waren sie schließlich überzeugt, dass die Zeit, in der sie lebten, zu seelischer Unfruchtbarkeit bestimmt sei und nur durch ein besonderes Ereignis oder einen ganz besonderen Menschen davon erlöst werden könne. Auf diese Weise entstand damals unter den sogenannten intellektuellen Menschen die Beliebtheit der Wortgruppe Erlösung. Man war überzeugt, dass es nicht mehr weitergehe, wenn nicht bald ein Messias komme. Das war je nachdem ein Messias der Medizin, der die Heilkunde von den gelehrten Untersuchungen erlösen sollte, während deren die Menschen sterben, oder ein Messias der Dichtung, der imstande sein sollte, ein Drama zu schreiben, das Millionen Menschen in die Theater reißen und dabei von voraussetzungsloser geistiger Hoheit sein sollte. Und außer dieser Überzeugung, dass eigentlich jede einzelne menschliche Tätigkeit nur durch einen besonderen Messias sich selbst wieder zurückgegeben werden könne, gab es natürlich auch noch das einfach und in jeder Weise unzerfaserte Verlangen nach einem Messias der starken Hand für das Ganze. Und plötzlich wird diese Sehnsucht erfüllt. Der Erlöser ist gefunden. An Weihnachten 1925 führt die NSDAP-Ortsgruppe München-Neuhausen ein Laienspiel mit dem Titel Erlösung auf. Der Völkische Beobachter vom 23. Dezember 1925 berichtet: Germania, Bavaria, deutscher Michel, deutsche Sage, Märchen und deutsches Lied behandeln im Zwiegespräch die Not und Knechtschaft und deren Ursachen der heutigen Tage. Der aufgehende Stern in der Weihnachtsnacht deutet auf den Erlöser. Der sich nun teilende Vorhang zeigt den neuen Erlöser, den Erretter des deutschen Volkes aus Schande und Not. Unseren Führer Adolf Hitler. Was war geschehen? Wie wurde aus dem Werbeobmann, sprich Parteiredner einer kleinen, unbedeutenden Arbeiterpartei, NSDAP, plötzlich der Erretter Deutschlands? Dietrich Eckart, der 53-jährige Münchner Bohemien und Ideologe der Thule, hat Hitler Eintritt in die Gesellschaft, in die Schaltstellen der Macht verschafft. Er hat Hitler als den Volksführer präsentiert, der mit der Demokratie aufräumen würde. Einer, der nicht vor dem Rattern eines Maschinengewehrs davonrennt. 3 Jahre lang hat Eckart seinen Schützling aufgebaut. Die Arbeit trug rasch Früchte. Am 11. März 1923 hat Hitler eine geheime Unterredung mit dem Oberbefehlshaber der Reichswehr, General von Seeckt, und im Oktober trifft er den Schwiegersohn des von ihm so verehrten Komponisten Richard Wagner, Houston Stuart Chamberlain. Hitler wird bei diesem Treffen zum ersten Mal als der neue Führer Deutschlands gesehen. Chamberlain schreibt Hitler in einem Brief: Dass Deutschland in der Stunde seiner höchsten Not einen Hitler gebiert, das bezeugt sein Lebendigsein. Wenige Tage nach dieser Belobigung schwingt sich Hitler zum Wagnerschen Helden auf, wenngleich er vor dem Rattern eines Maschinengewehrs davonrennt. Im Bürgerbräu-Putsch im November 1923 reißt Hitler die Initiative an sich und benutzt den Prozess nach dem Scheitern des Putsches zu einer flammenden Rede auf die Wiederauferstehung des deutschen Volkes durch einen Diktator. Der Völkische Beobachter bezeichnet Hitler am Tag nach der Rede als den Held von München. Nach den übereinstimmenden Urteilen der Hitlerbiografen wurde diese Einschätzung Hitlers von zahlreichen Deutschen geteilt. Hitler ist durch den Putsch und den darauf folgenden Prozess so populär geworden, dass ihm im Gefängnis die Annehmlichkeiten eines Kuraufenthaltes zugestanden werden. Er darf alles kaufen, was er braucht. Zu seinem Geburtstag am 20. April erhält er Geschenkpakete aus ganz Deutschland.
Die Besucherliste ist so groß, dass zahlreiche Besucher abgewiesen werden müssen. Aber nicht nur die Historiker, auch Hitler selbst sieht in seiner neunmonatigen Haftzeit in Landsberg den Wendepunkt in seinem Leben. Während der Monate in Landsberg habe er jenes Maß an Selbstvertrauen, Optimismus und Glauben gewonnen, das schlechterdings sich durch nichts mehr erschüttern lässt, sagt Hitler in dem Tischgespräch in der Nacht vom 3. auf den 4. Februar 1942. Am 24. Mai 1942 erklärt er, er habe seinerzeit, als alle anderen, die viel mehr zur Führung berufen schienen, versagten, die Rolle des Führers übernommen. Wer hatte dem gescheiterten Putschisten so viel Selbstvertrauen gegeben? Rudolf war wie ein neuer Mensch. Lebendig, strahlend, nicht länger niedergeschlagen und bedrückt. Irgendetwas völlig Neues, etwas Erschütterndes musste ihm widerfahren sein. So beschreibt Ilse Hess, die Frau des Fliegerleutnants aus dem Ersten Weltkrieg und damaligen Studenten Rudolf Hess, die erste Begegnung ihres Mannes mit Adolf Hitler. Hess selbst sagt nach diesem Erlebnis 1920: Wenn irgendjemand Deutschland wieder auf seine Füße stellen kann, dann ist es dieser Hitler. Rudolf Hess, um 7 Jahre jünger als Hitler, hat seinen Zellennachbarn in Landsberg mehr beeinflusst, als die Forschung bisher nahelegte. Hess, der 1920 den ersten Preis für ein Essay gewann mit dem Titel »Wie muss der Mann beschaffen sein, der Deutschland wieder zur Größe führen wird«, hat in Hitler diesen von ihm idealisierten Führer gefunden. Hess ist der entscheidende Propagandist des Führerkults um Hitler gewesen, ohne den das Dritte Reich mit Sicherheit eine andere Entwicklung genommen hätte. Der in Alexandria in Ägypten geborene Hess ist seit Kriegsende Mitglied der Thule-Gesellschaft. Joachim Fest schreibt, Hess sei ein überzeugter Anhänger der Astrologie gewesen. Von einem alten Wahrsager habe er sich Diagramme ausarbeiten lassen und er habe sich ernsthaft mit Erdstrahlen, Magnetismus, Pendeln und verschiedenen Weissagemethoden befasst. Und Hess ist es, der Hitler mit dem Professor für Geopolitik an der Universität München, Karl Haushofer, zusammenbringt. Haushofer ist einer der Besucher in Landsberg, der nicht abgewiesen wird. Mehr als insgesamt 20 Stunden verbringt Haushofer mit seinem Schüler Hess und dessen Idol Hitler in Landsberg. Das Ergebnis dieser Besuche wird in Mein Kampf deutlich, dem Buch, das Hitler mit Hess während der Haft schreibt. Die Forderung nach einer Wiederherstellung der Grenzen von 1914 ist politischer Unsinn. Die Grenzen von 1914 bedeuten überhaupt nichts für die Zukunft der deutschen Nation. Sie würden zu einem Ausbluten unseres Volkskörpers führen. Wir Nationalsozialisten müssen im Gegensatz dazu unerschütterlich an unseren außenpolitischen Zielen festhalten. Und die sind, der deutschen Nation den Boden und das Territorium zu garantieren, die ihr auf dieser Erde zustehen. Wenn wir heute über neuen Boden und neues Territorium in Europa sprechen, können wir in erster Linie nur an Russland und seine abhängigen Grenzstaaten denken. Ein Auszug aus Mein Kampf. Der Lebensraum im Osten wird einer der Pfeiler der NS-Glaubenslehre. Ein anderer Pfeiler ist die Verpflichtung zum Kampf. Auch hier wird der Einfluss der Kriegsveteranen Haushofer und Hess deutlich. Hitler schreibt: Derjenige, der leben möchte, sollte darum kämpfen. Und derjenige, der in dieser Welt des ewigen Kampfes nicht kämpfen will, verdient nicht am Leben zu sein. Auch wenn das hart wäre, es ist das Gesetz des Lebens. Der Sieg liegt immer im Angriff. Hitler wiederholt diese Botschaft vom ewigen Kampf und vom Recht des Stärkeren in seinen Reden. In einer Versammlung, nach seiner Haftentlassung, sagt er: Eine Kreatur trinkt das Blut der anderen. Der Tod der einen nährt die andere. Man sollte nicht über menschliche Gefühle stolpern. Der Kampf geht weiter. Wortbilder von Kampf und Krieg bestimmen Hitlers Reden. Kampf- und Kriegssymbole herrschen in den öffentlichen Auftritten der NSDAP vor. Nach 1933 dominieren sie das öffentliche Leben in Deutschland. An allen Fronten finden Schlachten statt. In der Kultur- und Bevölkerungspolitik, in der Lebensmittelerzeugung und Arbeitsplatzbeschaffung. Für eine bildhafte Integration von Kampf und Krieg ins tägliche Leben sorgen die Marschkolonnen und Uniformen, der paramilitärische Heilgruß und der Fahnenkult. Ich habe nicht diese Wehrmacht aufgebaut, um nicht Krieg zu führen. Die Entscheidung, Krieg zu führen, war immer in mir. Der nächste Kampf wird ein reiner Weltanschauungskrieg sein. Das heißt, bewusst ein Volks- und Rassekrieg sein.
Hitler hämmert die Grundbausteine seiner Glaubenslehre immer wieder in das Gedächtnis seiner Leser oder Zuhörer ein. Kampf um den Lebensraum des deutschen Volkes und Säuberung dieses großdeutschen Lebensraums von allen Nicht-Ariern. Die Führung der NSDAP, allen voran Rudolf Hess, fügt in ihrer Propaganda einen weiteren Grundbaustein der NS-Glaubenslehre hinzu, den Führerkult. Gregor Strasser schreibt in der Zeitschrift Der Nationale Sozialist für Sachsen am 9. Januar 1927. Wie könnte ein Nationalsozialist dies neue Jahr anders einleiten als mit einem Heilgruß an den verehrten Führer? Mit einem Hitlergruß, der neben der persönlichen Anhänglichkeit auch das treue Gelöbnis in sich birgt, wie im vergangenen Jahr, so auch im neuen Jahr, Herz und Hand für den Kampf des nationalen Sozialismus einzusetzen. Denn dies ist das große Geheimnis unserer Bewegung. Die innerliche Hingabe an die Idee des Nationalsozialismus, der glühende Glaube an die sieghafte Kraft dieser Befreiungs-, dieser Erlösungslehre, verbindet sich mit einer tiefen Liebe zu der Person unseres Führers, der leuchtende Herzog ist der neuen Freiheitskämpfer. Dies ist auch die ungeheure Überlegenheit, die die NSDAP als Kampfinstrument gegenüber allen anderen Formationen hat, die triebmäßig das gleiche Ziel der Freiheit Deutschlands und der Wiedergeburt des deutschen Volkes verfolgen, dass wir den überragenden Führer haben, der nicht nur die oberste Befehlsgewalt innehat, sondern als viel stärkere Bindemacht die Liebe seiner Gefolgsmannen. Die Beispiele für die Führerpropaganda ließen sich beliebig lange fortsetzen. Interessant ist, dass die Propagandisten selbst an ihre Botschaft glaubten. Der Führer der SS, Heinrich Himmler zum Beispiel, schreibt in seinem Tagebuch: Er entstand uns aus der tiefsten Not, als es mit dem deutschen Volk nicht mehr weiterging. Er gehörte zu den großen Lichtgestalten, die dem Germanentum immer dann entstehen, wenn es in tiefste körperliche, geistige und seelische Not gelangt. Goethe war eine solche Gestalt auf dem Geistesgebiet, Bismarck auf dem politischen Sektor. Der Führer ist es auf allen Gebieten, dem politischen, kulturellen und militärischen. Er ist dazu von dem Karma des Germanentums der Welt vorbestimmt, den Kampf gegen den Osten zu führen und das Germanentum der Welt zu retten. Eine der ganz großen Lichtgestalten hat in ihm ihre Inkarnation gefunden. Von Himmler gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Aussagen zum germanischen Messias Hitler. Himmler hat seine SS auch vollkommen auf Hitler eingeschworen. Die SS-Zeitung Das Schwarze Korps schreibt am 30. Januar 1941: Wenn du unseren Führer siehst, ist es wie ein Traum. Du vergisst alles um dich. Es ist, als ob Gott zu dir kommt. Hitler selbst ist seit Landsberg von seiner göttlichen Mission überzeugt. Er übernimmt die Führerrolle, die ihm von Hess und anderen angetragen wird. Jahre später sagt er auf einer Massenkundgebung in Würzburg: So schwach wie der einzelne Mensch in seinem Wesen und Handeln am Ende doch ist gegenüber der allmächtigen Vorsehung und ihrem Willen, so unermesslich stark wird er in dem Augenblick, in dem er im Sinne dieser Vorsehung handelt. Dann strömt auf ihn jene Kraft hernieder, die alle großen Erscheinungen der Welt ausgezeichnet hat. Und wenn ich auf die 5 Jahre, die hinter uns liegen, zurückblicke, dann darf ich doch sagen, das ist nicht Menschenwerk allein gewesen. Wenn uns nicht die Vorsehung geleitet hätte, würde ich diese schwindelnden Wege oft nicht gefunden haben. Es kann niemand Völker- und Weltgeschichte machen, wenn er nicht zu seinem Wollen und Können den Segen der Vorsehung hat. Hitler ist in Landsberg in die Rolle des Führers hineingewachsen, eines von Gott auserwählten Führers. Er schreibt sein politisches Manifest unter der Mithilfe eines unermüdlichen Sekretärs Rudolf Hess und mit dem Rat einer Autorität Karl Haushofer. Und gleichzeitig bietet ihm das von der bayerischen Landesregierung ausgesprochene Verbot der NSDAP die Chance, die Partei nach seiner Haftentlassung neu durchzuorganisieren. Die NSDAP wird während Hitlers Inhaftierung von Alfred Rosenberg verwaltet. Rosenberg war der letzte der geistigen Väter Hitlers. Er steuerte für Hitlers Glaubenslehre die Ausformulierung des Rassismus bei. Es gibt eine geheime Verschwörung mit dem Ziel, die Weltmacht zu übernehmen. Sie wird von einem internationalen jüdischen Syndikat angezettelt,
das es zu seinem Geschäft gemacht hat, den Parteienzwist zu entfachen, die bestehende gesellschaftliche Ordnung zu stören und internationale Konflikte heraufzubeschwören. Die Hauptwaffe dieser Verschwörer sind die kommunistische Revolution und finanzielle internationale Manipulationen und Spekulationen. Diese Menschen werden die Weisen von Zion genannt. Sie finden Gefallen daran, die herkömmliche Moral und den Trost der Religion zu untergraben und zu zerstören. Ihre besonderen Helfer sind die Freimaurer, aber es gibt noch andere Geheimgesellschaften, die ihre Mission zur Unterwanderung erfüllen. Ihr Ziel ist die Errichtung einer jüdischen Gewaltherrschaft, deren totale Kontrolle über alle Bereiche menschlichen Lebens alle bisherigen Beispiele in der Geschichte weit übertreffen wird. Das ist der zusammengefasste Inhalt der sogenannten Protokolle der Weisen von Zion. Alfred Rosenberg hat diese Protokolle, die angeblich Aufzeichnungen eines geheimen Treffens jüdischer Wirtschafts- und Politikgrößen in der Schweiz waren, auf seiner Flucht vor den Rotarmisten in den Westen gebracht. Wenn auch diese Protokolle schon seit ihrem Auftauchen als Fälschung galten, so hatten sie doch einen grundlegenden Einfluss auf die deutschen rassistischen Gruppen. Man glaubt, was in das eigene Weltbild passt. Für die antisemitische Propaganda waren die Protokolle ein Segen. Die angebliche Bedrohung durch die Juden war ein ideales Argument dafür, selbst die totale Kontrolle über alle Bereiche menschlichen Lebens zu fordern. 1934 sagt Hitler in einem Gespräch: Ich habe seinerzeit mit wahrer Erschütterung die Protokolle der Weisen von Zion gelesen. Diese gefährliche Verborgenheit des Feindes, seine Allgegenwärtigkeit. Ich erkannte sofort, dass wir dies nachbilden müssten, auf unsere Weise natürlich. Wir müssen den Juden mit seinen Waffen schlagen. Das stand für mich sofort fest, als ich das Buch gelesen hatte. Denken Sie, diese ewig beweglichen Menschen, die Juden, und wir mit unserem Glauben an die ewige Bewegung, wie so verwandt und im anderen völlig verschieden. Es gilt wahrhaftig den Entscheidungskampf über das Schicksal der Welt. Zurück zu Alfred Rosenberg. Rosenberg empfiehlt sich mit den Protokollen bei Hitler. Beide treffen sich in der Thule. 1924, während Hitler inhaftiert ist, leitet Rosenberg von seinem Büro in München als Chefredakteur des Völkischen Beobachter die verbotene NSDAP. Im Beobachter betont er immer und immer wieder Hitlers Heldentat. Und er schreibt die Natur, Grundsätze und Ziele der NSDAP. In dieser Broschüre spricht Rosenberg von der Überlegenheit des arischen Blutes, vom Dritten Reich, und er fordert Lebensraum im Osten für deutsche Siedlungen mit einer gleichzeitigen Kriegserklärung an die Bolschewisten. Wie der englische Historiker James Webb belegt, hat Rosenberg den Hauptteil seiner 1930 erscheinenden NS-Bibel Mythos des 20. Jahrhunderts bereits vor 1925 verfasst. Hitler hat nach eigener Aussage einen Teil des Mythos gelesen. Wie konnten Hitler und Rosenberg diesen Rassismus politisch nutzen? Welche Vorteile brachte diese neue Politbiologie? Meine Juden sind mir ein kostbares Pfand, das ich von den Demokratien besitze. Die Propaganda des Antisemitismus ist in allen Ländern das geradezu unentbehrliche Hilfsmittel für die Verbreitung unseres politischen Kampfes. Sie werden sehen, in wie kurzer Zeit wir die Begriffe und Maßstäbe der ganzen Welt einzig und allein mit dem Kampf gegen das Judentum umstürzen werden. Ist aber erst einmal dem Grundsatz der Rasse durch die besondere Bloßstellung der Juden Einlass verschafft, dann folgt alles andere sehr schnell. Schritt für Schritt ist man dann gezwungen, die politische und wirtschaftliche Ordnung abzutragen und sich den neuen Ideen der biologischen Politik zu nähern. Nur zwischen uns beiden wird der Kampf um die Weltherrschaft ausgefochten, zwischen Deutschen und Juden. Auch wenn wir den Juden aus Deutschland vertrieben haben, bleibt er immer noch unser Weltfeind. Hermann Rauschning hat diese Worte Adolf Hitlers überliefert. Rauschning gibt an, Hitler gefragt zu haben, warum er den Juden zum Feind erklärt habe. Hitler antwortet: Zwei Welten stehen einander gegenüber. Der Gottesmensch und der Satansmensch. Der Jude ist der Gegenmensch, der Antimensch. Er muss einer anderen Wurzel des menschlichen Stammes entwachsen sein. Der Arier und der Jude stelle ich sie einander gegenüber und nenne den einen Mensch, so muss ich den anderen anders nennen. Sie sind so weit voneinander wie das Tier vom Menschen.
Nicht, dass ich den Juden ein Tier nenne. Er steht dem Tier viel ferner als wir Arier. Es ist ein naturfremdes und naturfernes Wesen. Das war das nationalsozialistische Credo. Allein der Glaube an diese Botschaft und der Glaube an den Erretter Adolf Hitler wären imstande, so betonte Hitler immer wieder in den Reden nach seiner Landsberger Wende, Deutschland zur Größe zu führen und den arischen Menschen zum Gottmenschen zu erhöhen. Am 20. März 1936 sagt Hitler in einer Rede: Heute nun, mein deutsches Volk, rufe ich dich auf. Tritt du mit deinem Glauben hinter mich. Sei du jetzt die Quelle meiner Kraft und meines Glaubens. Ich habe dich Glauben gelehrt. Jetzt gib du mir deinen Glauben. Viertes Kapitel: Die Gewinnung der Gläubigen durch magische Rituale. Nur der kann fortreißen, der selbst von der Wahrheit und Kraft seiner Ideen im Innersten überzeugt ist. Die Massenseele zeigt sich intellektuell tiefstehend, von einer überwertigen Idee beherrscht, weibisch, primitiv, wandelbar, launisch, höchst suggestibel, von ihrer Macht und Kraft überzeugt, automatisch handelnd, von starken Affekten geleitet, unwiderstehlich, barbarisch, grausam, zu allen Taten zu bewegen, von den gemeinsten, rohesten, lüsternsten bis zu den edelsten. Ihr erfolgreicher Führer muss ein harter Willensmensch sein, nur der unerbittliche Wille zwingt Völkermassen. Hoffentlich erwächst dem deutschen Volk ein Führer, der dadurch, dass er selbst an seine Idee glaubt, wie alle großen Volksführer, Religionsgründer und Reformatoren, Deutschland wieder einen Glauben schenkt, nämlich den Glauben an seine nationale Einheit unter dem Zeichen des Volksstaates. Das Zitat hat eine interessante Geschichte. Am 29. September 1919, wenige Tage nach Hitlers Eintritt in die Deutsche Arbeiterpartei, bespricht Thule-Mitglied Max Sesselmann im Völkischen Beobachter den Vortrag des Münchner Nervenarztes Dr. Rosbach, aus dem das obige Zitat stammt. Rosbachs Vortrag, der ebenfalls als Broschüre veröffentlicht wird, trägt den Titel »Die Massenseele – psychologische Betrachtungen über die Entstehung von Volks-, Massenbewegungen, Revolutionen«. Aus Mein Kampf wissen wir, dass Hitler Rosbachs Schrift gekannt haben muss. Le Bon und Rosbach liefern Hitler das geistige Rüstzeug, um vom kleinen Parteiredner zum gefeierten Massenagitator aufzusteigen. Die beiden Psychologen schmieden unbewusst Hitlers stärkste Waffe, die Kunst der Massenmanipulation. Und es waren wiederum Hitlers Thule-Brüder, die ihm diese Lektion in Massensuggestion vermittelten. Wie bei allen Wesen, bei denen das logische Denken nicht ins Spiel kommt, ist die Einbildungskraft der Massen sehr mächtig, sehr wirksam und lebhaft erregbar. Die durch eine Person, ein Ereignis, einen Unglücksfall in ihnen ausgelösten Vorstellungsbilder besitzen beinahe die Lebendigkeit der wirklichen Gegenstände. Ein wenig gleichen die Massen dem Schläfer, dessen zeitweilig aufgehobenes Denken in seinem Bewusstsein Bilder entstehen lässt, die äußerst intensiv sind. Die Massen können nur in Bildern denken und lassen sich nur durch Bilder beeinflussen. Bloß diese schrecken oder verführen sie und werden zu Motiven ihres Handelns. Alles, was die Fantasie der Massen erregt, stellt sich in der Form eines packenden und klaren Bildes dar, das allen Nebensinnes bar ist oder nur einige wunderbare oder geheimnisvolle Tatsachen im Gefolge hat. Einen großen Sieg, ein großes Wunder, eine große Hoffnung. Bilder, die die Fantasie der Massen erregen, beeinflussen die Massen, schreibt Le Bon. Hitler hat Le Bon genauestens studiert. Als Verantwortlicher für die Rednerschulung in der NSDAP hat Hitler dieses Wissen auch an seine Parteiredner weitergegeben. Propagandaminister Josef Goebbels gibt in seiner berühmten Sportpalastrede vom 30. Januar 1943 ein überzeugendes Beispiel. Es ist nicht das erste Mal, dass ich in einer schwierigen Stunde unseres nationalen Lebens von dieser Stelle aus vor dem ganzen deutschen Volke das Wort ergreife. Im Berliner Sportpalast erlebten wir in den vergangenen 15 Jahren alle Höhen und Tiefen der deutschen politischen und im Kriege auch militärischen Entwicklung. Die Gefahren, die in diesen bewegten anderthalb Jahrzehnten das Reich umdrohten, erfuhren von dieser Stelle aus vor dem deutschen Volke ihre Klarstellung. Aber hier wurden auch vor dem ganzen Volk die entscheidenden Entschlüsse zu ihrer Behebung proklamiert. Niemals sah dieser Saal eine Gefolgschaft, die entmutigt oder ohne Hoffnung gewesen wäre.
Viele Schläge, das geben wir zu, haben wir in diesen 15 Jahren von unseren Feinden empfangen. Aber jedes Mal noch haben wir Schlag mit Gegenschlag beantwortet. Wer von uns erinnert sich nicht der ungezählten Gelegenheiten, da die Partei oder der nationalsozialistische Staat in eine mehr oder weniger große Krise hineingeraten waren und ihre Feinde glaubten, nun endgültig über sie triumphieren zu können? Sie haben immer noch zu früh triumphiert. Feindliche Männer und Kräfte, die heute schon vollkommen aus unserem Gedächtnis entschwunden sind, deren Namen und Bezeichnungen man sich kaum noch erinnert, sind uns in diesen 15 Jahren entgegengetreten. Die Zeit ist über sie hinweggeschritten, wir aber sind geblieben. Wir sind mit allen Gefahren und Krisen fertig geworden. Und so, wie das in der Vergangenheit war, so wird das auch in der Gegenwart und so wird das in aller Zukunft sein. Goebbels hat seinen Hitler und dessen Le Bon studiert. Er entwirft das Bild einer Gemeinschaft, die bisher alle Gefahren überstanden hat. Und er schließt mit der Hoffnung auf den großen Sieg. Am Ende seiner Rede zieht Goebbels seinen letzten Trumpf, ganz so, wie es Le Bon empfiehlt. Kunstvoll gehandhabt, besitzen Bilder und bildhafte Formeln wirklich die geheimnisvolle Macht, die ihnen einst die Adepten der Magie zuschrieben. Die Macht der Worte knüpft sich an die durch sie hervorgerufenen Bilder und ist völlig unabhängig von ihrer wahren Bedeutung. Oft sind jene Worte, deren Sinn ganz unbestimmt ist, die wirkungsvollsten. Und doch ist es sicher, dass sich eine wahrhaft magische Macht an ihre kurzen Silben heftet, wie wenn sie die Lösung aller Probleme enthielten. Sie sind eben die Symbole der verschiedensten unbewussten Erwartungen und der Hoffnung auf deren Verwirklichung. Mit Vernunft und Argumenten kann man gegen gewisse Worte und Formeln nicht ankämpfen. Man spricht sie mit Andacht vor den Massen aus und sogleich werden die Mienen respektvoll und die Köpfe neigen sich. Von vielen werden sie als Naturkräfte oder als übernatürliche Mächte betrachtet. Sie rufen in den Seelen grandiose und vage Bilder hervor, aber eben das Vage, das sie verwischt, vermehrt ihre magische Gewalt. Sie lassen sich mit jenen furchtbaren Gottheiten vergleichen, die hinter dem Allerheiligsten verborgen sind und denen man sich nur mit Zittern nähert. Die nationalsozialistische Glaubenslehre lieferte den Rednern genau jene vagen Formeln, von denen Le Bon spricht. Da ist von Blut und Boden, von Kampf und Volksgemeinschaft, von Gefolgschaft und Führer die Rede. Vergleichen wir dazu den Schluss von Goebbels Sportpalastrede. An diesem Tage scharen wir uns mit dem ganzen deutschen Volke in gläubigem Vertrauen um unseren Führer. Vor allem seine alte Kämpferschar entbietet ihm heute aus bewegtem Herzen die tiefsten Gefühle ihrer Verehrung, ihres blinden Vertrauens, aber auch ihrer heißen, unauslöschlichen Dankbarkeit. Er hat uns durch die Fährnisse dieser stürmisch bewegten Zeit hindurchgeführt. Er hat das Reich aus dem Nichts heraus wieder zur Großmacht emporgehoben. Es würde zertreten am Boden liegen, wenn er nicht gekommen wäre und uns zur Besinnung aufgerufen hätte. Wir erheben uns von den Plätzen. Mit uns erhebt sich das ganze deutsche Volk in Ehrfurcht vor seinen Helden und grüßt den Führer in diesem Augenblick fanatischen Kampfeswillens mit unserem alten Ruf: Adolf Hitler, Sieg Heil, Sieg Heil, Sieg Heil. Das Bild von Adolf Hitler, das hier von Goebbels entworfen wird, ist eine Zusammenfassung des Führerkults, der seit Hitlers Haftentlassung im Dezember 1924 auf Betreiben von Hess inszeniert wird. Hitler als Fährmann, Hitler als Erretter und Hitler als verehrter, gottähnlicher Führer, vor dem man sich in Ehrfurcht erhebt. Mithilfe der Führergestalt Hitlers entwarfen die Nationalsozialisten ein Gegenbild zur bestehenden Weimarer Demokratie. Eine von einem Messias geführte Volksgemeinschaft als Gefolgschaft. Dieses Bild erfüllte im Le Bonschen Sinne die Sehnsüchte der Massen. Aber die Nationalsozialisten beschränkten sich nicht auf angewandte Massenpsychologie, um ihre Glaubenslehre zu verbreiten. Sie griffen auch auf magisch-religiöse Techniken zurück. Eingedenk der Worte Le Bons: Es ist eine sinnlose Banalität, wenn man betont, die Massen bedürften einer Religion. Denn alle politischen, religiösen und sozialen Glaubensinhalte finden bei ihnen nur Eingang in der religiösen Form, die sie jeder Diskussion enthebt.
Die Massenversammlungen der NSDAP trugen dieser Erkenntnis des französischen Massenpsychologen Rechnung. Die magischen Rituale der Reichsparteitage, die Verwendung von immer wiederkehrenden Mythen, die Allgegenwart magischer Symbole, die Veranstaltung von gottesdienstähnlichen Feiern, all dies waren Maßnahmen zur Massenbeeinflussung, die den Rahmen des Politischen weit überstiegen, ganz so, wie es Hitler und seine Redner anstrebten. Die von Le Bon empfohlene Erzeugung eines religiösen Gefühls bei den Massen wird in den Nürnberger Reichsparteitagen beispielhaft verwirklicht. Die Art und Weise, in der religiöse Gefühle erweckt werden, haben die Nationalsozialisten von den Ritualen der okkulten Geheimorden übernommen. Im Flimmerlicht liegt die Zeppelinwiese, als wir die Haupttribüne betreten. Von außen nur strahlt ein Meer von Licht gegen die Wände, von denen die Fahnen der Bewegung kilometerweit in den dunklen Abend hinausleuchten. Das Quadrat des Zeppelinfeldes durchschneiden 20 gerade Säulen, in denen 140.000 politische Leiter in Zwölferreihen angetreten sind. Auf den Tribünen flattern, von Scheinwerfern der Dunkelheit entrissen, unzählige Hakenkreuzfahnen im leichten Abendwind, die sich scharf gegen den pechschwarzen Nachthimmel abheben. Ein fernes Brausen wird stärker und kommt näher. Der Führer ist da. Reichsorganisationsleiter Dr. Ley meldet ihm die angetretenen Männer. Und dann eine große Überraschung. Als Adolf Hitler das Zeppelinfeld betritt, flammen 150 Scheinwerfer der Luftwaffe auf, die um das gesamte Quadrat verteilt sind und die einen Baldachin von Licht aus der Nacht herausschneiden und über dem Feld bauen. Einen Augenblick ist Totenstille. Wie ein gewaltiger gotischer Dom aus Licht wirkt jetzt das weite Feld. Bläulich-violett strahlen die Scheinwerfer, zwischen deren Lichtkegel das schwarze Tuch der Nacht sich hängt. Wir unterbrechen hier den Bericht des Niederelbischen Tagblattes über die Feierstunde der politischen Leiter auf dem Reichsparteitag in Nürnberg am 11. September 1936, um einige der Details genauer zu beleuchten. Ein gewaltiger gotischer Dom aus Licht, heißt es in dem Zeitungsartikel, schützt die Feiergemeinde gegen die pechschwarze Nacht. Unzählige Hakenkreuzfahnen ringsum auf den Tribünen, von Scheinwerfern der Dunkelheit entrissen, bilden den magischen Bannkreis um die Feierstätte. Die Geheimlogen nennen dieses vor jeder Logenfeier vorgeschriebene Ritual Decken der Versammlung der Loge, das heißt, ein magischer Bannkreis wird um die versammelten Logenbrüder gezogen. Zur Vorbereitung einer Messe eines Hochgrades der Freimaurer und anderer Logen gehören ebenso das Anlegen der magischen Gewandung und das Betreten des Tempels. Das magische Gewand des Nationalsozialismus ist die Uniform. Das Betreten des Zeppelinfeldes durch Adolf Hitler löst strahlendes Licht aus. Aber bevor der Meister mit der Zelebration beginnt, so lauten die Logenriten weiter, muss ein Bann gesprochen und der Schwur erneuert werden. Schalten wir wieder zurück zum Bericht des Tagblattes. Doch schon naht sich ein neuer Anblick, noch schöner vielleicht und noch zwingender für die Menschen, die ihn erfühlen. Dr. Ley meldet den Fahneneinmarsch. Man sieht noch nichts. Aber dann tauchen sie auf aus der schwarzen Nacht, drüben an der Südseite. In sieben Säulen ergießen sie sich in die Räume zwischen den Formationen. Man sieht nicht die Menschen, erkennt nicht die Träger, erblickt nur einen wallenden, roten, breiten Strom, dessen Oberfläche golden und silbern glitzert und der sich wie feurige Lava langsam nähert. Man spürt die Dynamik, die in diesem langsamen Näherkommen liegt und erhält so einen kleinen Eindruck von dem Sinn dieser heiligen Symbole. 25.000 Fahnen, das sind 25.000 Ortsgruppen, Kreise und Betriebe überall im Reich, die sich um die Fahne scharen. Jeder von diesen Bannerträgern ist bereit, jedes dieser Tücher mit seinem Leben zu verteidigen. Keiner darunter, dem diese Fahne nicht letzter Befehl und höchste Verpflichtung ist. Der Aufmarsch ist beendet. Die 140.000 sind untergetaucht in diesem Meer glitzernder Spitzen, die einem dichten Verhau ähneln, in den einzudringen nur den Tod bringen kann. Das Schwurlied steigt auf in den unendlichen Lichtkegel.
Die Ordensschüler singen es. Es ist wie eine große Andacht, zu der wir hier alle zusammengekommen sind, um uns neue Kraft zu holen. Ja, das ist es. Eine Andachtsstunde der Bewegung wird hier abgehalten, wird von einem Meer von Licht geschützt gegen die Dunkelheit dort draußen. Betrachten wir genauer, was hier beschrieben wurde. Der Einzelne wird aus der Dunkelheit zum Licht geführt, mitgerissen von dem wallenden, roten, breiten Strom, der sich wie feurige Lava langsam nähert. Die Fahnen werden zum heiligen Symbol erhoben. Das auf der Fahne abgebildete Hakenkreuz versinnbildlicht Licht und Sonne. Im Rot des Fahnentuchs kehren die Symbole Blut und Feuer als Bild für Kampf und Neuanfang wieder. Jeder Einzelne wird aufgerufen, sich mit diesem Symbol zu identifizieren und einen geheimen Bund einzugehen, in den von außen niemand eindringen kann. Volk, Reich und Führer werden für die 140.000 und die Zuhörer an den Volksempfängern oder die Leser der Tageszeitungen zur konkret sinnlich erfahrbaren Wirklichkeit. Die Menschen erfühlen diese neue Realität, auch wenn sie mit ihren Alltagserfahrungen dort draußen nicht übereinstimmt. Klaus von Dung schreibt zu diesen Ritualen in seiner beeindruckenden Analyse Magie und Manipulation: Die Feierteilnehmer selbst werden durch Antreten, Grüßen, Marschieren in Bewegung gehalten. Und die ständige Bewegung der Szenerie bei spektakulären Veranstaltungen ist geeignet, einen entsprechenden psychischen Spannungszustand hervorzurufen. Es werden also ganz bestimmte, den Zielen der Manipulation angemessene Emotionen erzeugt. Und zwar nicht nur bei den Feierteilnehmern. Auch die Akteure und Initiatoren, insbesondere Hitler selbst, steigern sich autosuggestiv in einen Zustand stärkster Erregung und Selbstberauschung hinein. In dieser Hinsicht sind die Techniken der Emotionalisierung im ideologischen Kult, den Suggestions- und Ekstasetechniken magischer Rituale in primitiven Kulturen ähnlich. War es Magie, die da zur Aufführung kam? Magie, so schreibt Freud, heißt, den realen Dingen die Gesetze des Seelenlebens aufzuzwingen. Genau dies haben die Nationalsozialisten in den von ihnen inszenierten Parteitagen und Feiern getan. Mit Mythen, Symbolen und Ritualen wurde bewusst der kritische Verstand der Teilnehmer ausgeschaltet und an das Gefühl appelliert. Die Inszenierung von Ritualen wie Bannkreisschlagen, Betreten der Weihestätte, Fahnenaufmarsch, Schwur und schließlich die Vereinigung der versammelten Gemeinschaft mittels einer Weihehandlung durch den Ordensmeister verlieh den Mythen einen heiligen und weihevollen Charakter. Die Feier dieser Mythen wie ein Volk, ein Reich, ein Führer, Kampfgemeinschaft und Beginn einer neuen Zeit wiederum gab der Aufführung der Rituale erst inneren Sinn und damit Berechtigung. Die verkündeten Mythen wurden schließlich in Symbolen sichtbar dargestellt. Die Hakenkreuze und Fahnen, die Fackeln und Heilrufe waren Teil dieser sinnlichen Erfahrung auf den Feiern und Parteitagen. Sie waren ein fühlbares Zeichen, dass das im Mythos verkündete neue Reich bereits begonnen hatte. Aber die nationalsozialistische Massendramaturgie blieb keineswegs auf die Parteitage beschränkt. Mit den Feiern im nationalsozialistischen Jahreslauf schufen Hitler und Goebbels bereits 1933 einen eigenen NS-Festtagskalender, der anstelle der kirchlichen Feiertage treten sollte. Goebbels sagt 1933: Ja, es muss unser Ziel sein, in jedem deutschen Volksgenossen allmählich geradezu das Bedürfnis nach dem immer neuen Miterleben solcher Feierstunden des Bekenntnisses zu wecken. Ganz im Sinne dieses Plans war es auch, dass Alfred Rosenberg die Tradition der christlichen Feiertage beibehielt. Statt Firmung und Konfirmation erfährt die Reichsjugend am letzten Sonntag im März die Verpflichtung auf Führer und Reich. Ostern wird zum urdeutschen Fest der Freude und des wiedererweckten Lebens in der Natur. Pfingsten zum Fest der Hohen Maien umfunktioniert. Aller Heiligen, aller Seelen und Buß- und Betag werden im Gedenktag für die Gefallenen der Bewegung am 9. November begangen. Weihnachten soll von einem germanischen Julfest ersetzt werden. Die nationalsozialistische Glaubenslehre sollte als neue Religion etabliert werden. Fünftes Kapitel: Die Missionierung der Welt mit Feuer und Schwert. Nach der Freudschen Definition von Magie war es in der Tat Magie oder besser
waren es magische Rituale, mit deren Hilfe die Nationalsozialisten die Massen manipulierten. Freilich wollten Hitler und seine Unterführer sich nicht auf Massenversammlungen beschränken, wenn es um die Verbreitung der NS-Lehre ging. Mit der totalen Kontrolle des öffentlichen Lebens, die bereits im Jahr der Machtübernahme 1933 erreicht wurde, waren die Symbole und Mythen des Neuen Reichs allgegenwärtig. Die Medien wurden gleichgeschaltet und zur Verbreitung der NS-Glaubenslehre eingesetzt. Die Künste wurden in der Reichskulturkammer zusammengefasst und zur Darstellung rein arischer Kunst zwangsverpflichtet. Die gesamte Bevölkerung wurde in NS-Gliederungen erfasst und in diesen nationalsozialistisch geschult. Vor allem aber wurde die Jugend auf die neue Ideologie eingeschworen. Der renommierte Historiker Martin Brostzat vom Münchner Institut für Zeitgeschichte schreibt: Unzweifelhaft haben diese enormen Anstrengungen in der Erziehung und Schulung, vor allem bei Millionen von Parteimitgliedern, wenn nicht feste, weltanschauliche Überzeugungen geschaffen, so doch das Denken mit Elementen nationalsozialistischer Rassentheorie, heroisierenden Geschichtsbildern und Utopien völkisch-nationaler Kampf- und Glaubensgemeinschaft in erheblichem Maße imprägniert. Vielleicht die wichtigste, weltanschaulich bestimmte gesellschaftliche und psychologische Wirkung des Nationalsozialismus bestand in der kriegsähnlichen Erfassung und Organisation der deutschen Gesellschaft schon zu Friedenszeiten. Wenn es dem NS-Regime weitgehend gelang, mit den Mitteln totalitärer Erfassung die Leistungsbereitschaft der deutschen Bevölkerung anzuspornen und dann vor allem im Krieg eine enorme Energie zu entfesseln, so lag das an der Suggestivkraft der Volksgemeinschafts- und Führer- und Gefolgschaftsparolen und den motorischen sozialen und sozialpsychologischen Kräften, die dadurch evoziert werden konnten. Energie, Kraft, Durchsetzungsstärke als leitende Normen der NS-Erziehung korrespondierten mit breiten sozialen Schubkräften, vor allem in der jüngeren Generation. Die Erziehung, sprich Indoktrination der Jugend, geht vor allem auf das Konto eines Mannes, den wir bereits als Hitlers Rassismuslehrer kennengelernt haben, Thule-Mitglied Alfred Rosenberg. HJ-Führer Baldo von Schirach sagt, Rosenbergs Weg ist auch der Weg der deutschen Jugend. Und Rudolf Höss, der Kommandant von Auschwitz, bekennt während der Nürnberger Prozesse nach Kriegsende, er habe bei der Lektüre von Rosenbergs Werk »Der Mythos des 20. Jahrhunderts« die Überzeugung gewonnen, dass es notwendig sei, die Juden zu vernichten. Es sei die Mission unseres Jahrhunderts, aus einem neuen Lebensmythos heraus einen neuen Menschentyp zu erschaffen. Diese neue Menschengattung entstehe durch die Rückbesinnung auf die nordisch-arischen Tugenden des Kampfes, der Gefolgschaftstreue und der Rassereinheit. Diese Tugenden seien zuerst im prähistorischen nordischen Atlantis gepflegt worden. Diese Kultur sei im Laufe der Geschichte von den wandernden Atlantern über die Welt verbreitet worden, wobei die Atlantaer Arier jeweils die herrschende Gesellschaftsschicht stellten. Der Untergang dieser von den Ariern gegründeten Kulturen, Rosenberg nennt Nordafrika, Persien, Indien, Griechenland und Rom, sei durch die Vermischung der führenden Arierkaste mit den anderen Rassen herbeigeführt worden. Beispielhaft für die Neuzeit sei vor allem die Kultur der Teutonen, die das römische Weltreich zerstört und als Herrenschicht das Mutterland des ehemaligen Großreiches regiert hätten. Diese Teutonen-Germanen hätten ihre Rassereinheit am sorgfältigsten bewahrt. Aus ihren Erben, dem deutschen Volk, lasse sich die neue Herrenrasse formen. Die Teutonen waren, nach Rosenbergs Theorie, ein Segen für die Menschheit, denn sie hätten den Irrweg des Christentums aufgezeigt. Den Glauben an die Erlösung der Seele des Einzelnen anstatt an die Erlösung der kollektiven Rassenseele. Das Christentum sei auf diesen Irrweg geraten, weil die Evangelisten die Lehre des Arius Christus zur jüdischen Botschaft verfälscht hätten. Ein wichtiger Schritt zur Neuerschaffung der Welt aus dem nationalsozialistischen Glauben heraus war mit der Verbreitung dieser Rosenbergschen Geschichtsdeutung getan. Um die Umschulung der Jugend auf den Geist der neuen Zeit nicht zu gefährden, mussten jedoch noch weitere Schritte unternommen werden. Alle dem NS-Weltbild zuwiderlaufenden Denkmodelle und Thesen hatten zu verschwinden. Und so wurde die Kunst gesäubert und das geistige Leben arisiert. Die bestehende Wissenschaft wurde als liberalistisch-jüdisch gebrandmarkt. An ihrer Stelle sollte eine rassisch bedingte, also arische Wissenschaft treten.
Und dieser entstehe, laut Hitler, nicht durch die Anstrengungen des kritischen Verstandes, sondern durch intuitive, durch plötzliche Eingebungen gewonnene Schau. Albert Einstein zum Beispiel wird verdammt zugunsten einer Welteislehre des Maschinenbauingenieurs Hans Hörbiger aus Österreich, der die Entstehung des Universums aus dem ewigen Kampf zwischen Feuer und Eis erklärt. Nach Hörbiger werde die Erde in periodischen Abständen von herabstürzenden Monden heimgesucht. Da diese Monde bei Annäherung an die Erde die Gravitation verändern, bilden sich Riesenmenschen, die in den Sagen als Götter, Riesen und Helden bezeichnet werden. Derzeit nähere sich nach Hörbiger der vierte Mond der Erde, weswegen mit einer erneuten Mutation des Menschen zu rechnen sei. Das von Hörbiger prophezeite Entstehen einer neuen Rasse von Riesenmenschen passte genau in das von Rosenberg formulierte nationalsozialistische Weltbild. Es war die kosmologische Erklärung und Rechtfertigung dafür, dass die Nationalsozialisten immer wieder von einer Weltwende und vom Anbruch einer neuen Zeit redeten. Hitler sagt 1932: Nur indem sich das deutsche Volk dem inneren Gesetz der neuen Weltordnung einordnet, kann es zu dem künftigen Weltvolk werden, das dem kommenden Zeitalter seinen Namen geben wird. Und genau hier setzt der Förderer der arischen Wissenschaften, der Mäzen der okkulten Künste an, Heinrich Himmler, Reichsführer SS, Chef der deutschen Polizei und im Krieg Reichsinnenminister. Himmler will beweisen, dass der deutsche Anspruch auf Weltherrschaft geschichtlich zu untermauern sei. Er richtet in der von ihm geführten Elitetruppe des Dritten Reiches, der SS, ein Forschungsamt mit der Bezeichnung Ahnenerbe ein, das ausschließlich nach germanischen Kulturgütern und Beweisen für eine germanische Hochkultur sucht. Himmler sagt: Es ist uns höchst gleichgültig, ob sich die Vorgeschichte der germanischen Stämme in Wirklichkeit so oder anders abgespielt hat. Die Wissenschaft geht von Annahmen aus, die alle paar Jahre wechseln. Es spielt daher gar keine Rolle, wenn die Partei heute eine Annahme als Ausgangspunkt bestimmt, auch wenn sie zunächst den zeitüblichen wissenschaftlichen Anschauungen zuwiderläuft. Worauf es uns einzig und allein ankommt und wofür diese Leute bezahlt werden, gemeint sind hier die von der SS bezahlten Wissenschaftler, sind geschichtliche Vorstellungen, die unserem Volk den notwendigen Nationalstolz stärken. Wir haben nur das einzige Interesse, dass wir das, was wir als Zukunftsbild für unser Volk hinstellen, in die graue Vergangenheit hineinprojizieren. Der ganze Tacitus mit seiner Germania ist eine Tendenzschrift. Unsere Wissenschaft vom Deutschtum hat jahrhundertelang von einer Fälschung gelebt. Wir haben das Recht, dasselbe jederzeit zu wiederholen. Vorgeschichte ist die Lehre von der überragenden Bedeutung der Deutschen in der Vorzeit. Im Rahmen des Ahnenerbes und anderer SS-Forschungsgruppen fördert Himmler auch Fachgebiete des Okkultismus wie Runologie, Geomantie und Astrologie, die in den 20er Jahren in Deutschland eine neuzeitliche Renaissance erlebten. Die Ergebnisse der himmlerschen Forscherstäbe lieferten den gewünschten Propaganda- und Rechtfertigungseffekt für die Rückbesinnung auf eine hochentwickelte germanische Kultur, die Religion und Magie, Politik und gesellschaftliches Leben in einer einheitlichen Weltsicht zusammenfasste. Himmler schreibt: Die Zeit Adolf Hitlers wird die arische, germanische Menschheit wieder an einen Anfang stellen. Es wird nicht der Glanz der Abendsonne sein, sondern es wird abermals eine neue Blütezeit sein. So alt ist unser Erdball noch nicht, und er hat noch lange hin bis zur großen Weltkatastrophe, als dass er ohne die schöpferische arische Menschheit atlantinisch-arisch-nordischer Art auskäme. Von allein wird es natürlich nicht. Von allein wurde es nicht. Himmler nahm dies als Auftrag. Es musste mit der Züchtung des arischen Menschen begonnen werden. SS-Obergruppenführer Walter Darré, Reichsbauernführer und Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft, sagt: Wie wir unser altes hannöversches Pferd aus wenigen reingebliebenen Vater- und Muttertieren wieder herausgezüchtet haben, so werden wir aus dem besten deutschen Blut durch Veränderungskreuzungen im Laufe der Generationen wieder den reinen Typ der nordischen Deutschen züchten. Vielleicht werden wir nicht mehr das ganze deutsche Volk reinzüchten können. Aber der neue deutsche Adel wird eine Hochzucht im buchstäblichen Sinne des Wortes sein. Aus dem Menschenreservoir der SS werden wir den neuen Adel züchten. Wir werden das planmäßig
und nach wissenschaftlichen biologischen Erkenntnissen tun, was der Blutadel früherer Zeitalter instinktiv getan hat. Die Hochzucht des neuen Adels der SS begann bereits 1931, als der Reh im Auftrag Himmlers das Rasse- und Siedlungshauptamt der SS errichtet, in dem jeder SS-Bewerber und jedes Mitglied erfasst werden. Das Amt anerkennt den für den SS-Mann obligatorischen Arier-Nachweis oder es lehnt ihn ab. Es erstellt Heiratsgenehmigung und überprüft die Rassereinheit der Angehörigen. Nur Arier sind berechtigt, in 2 Jahren militärischer Ausbildung und weltanschaulicher Schulung SS-Männer zu werden. In einer Rede bekräftigt Himmler: Einen Orden zu schaffen, der diesen Gedanken des nordischen Blutes so verbreitet, dass wir alles nordische Blut in der Welt an uns heranziehen, unseren Gegnern das Blut wegnehmen, es uns einfügen, damit niemals mehr nordisches Blut, germanisches Blut gegen uns kämpft. Wir müssen es an uns nehmen. Und die anderen dürfen keines haben. Himmlers Schwarzer Orden war von Hitler ausersehen worden, die Religion der reinen Rasse zu vollstrecken. Die Rassemaßnahmen des Dritten Reiches sind mit den von dem Wiener Okkultisten Lanz von Liebenfels vor dem Ersten Weltkrieg vorgeschlagenen Maßnahmen vollständig identisch. Hitler hat aus seiner Zeit in Wien das Lanzsche Gedanken gut gekannt. Stellen wir Lanz' Vorschläge den tatsächlichen NS-Aktionen gegenüber. Lanz schlägt folgende Maßnahmen zur Rassereinhaltung vor. Erstens Errichtung einer Kultreligion, zweitens Blondeheprämien, drittens Sonderrechte für Arier, viertens Aufzucht von Reinrassigen, fünftens Verhütung erbkranken Nachwuchses. Erstens, die von Rosenberg propagierte germanische Religion mit ihrem Festtagskalender sowie die Kultfeiern der SS waren erste Anfänge zur Errichtung einer Kultreligion. Das Projekt konnte wegen der Kriegsereignisse jedoch nicht weitergeführt werden. Zweitens, Blondeheprämien wurden in der Tat von Hitler während des Krieges in Holland und Norwegen bewilligt. Drittens, die Sonderrechte der Arier wurden gesetzlich verankert. Nicht-Arier wurden seit 1933 systematisch von allen wichtigen gesellschaftlichen Funktionen ausgeschlossen. Viertens, die Aufzucht von Reinrassigen wurde innerhalb der SS begonnen. Die Aktion Lebensborn, in der ledige Arierinnen in eigens eingerichteten Häusern mit SS-Männern zusammengeführt wurden, um arischen Nachwuchs zu zeugen, war eine weitere Aufzuchtmaßnahme der obersten Rassehüter, der SS. Fünftens, die Verhütung erbkranken Nachwuchses wurde bereits am 14. Juli 1933 gesetzt. Es schrieb die Sterilisierung bei bestimmten Erbkrankheiten vor. Als letzte Konsequenz dieses Gesetzes wurde ab Oktober 1939 das Euthanasie-Programm durchgeführt, nachdem, so wörtlich, unheilbar Kranken der Gnadentod gewährt werden kann. Allerdings wurden in diese Kategorie auch Arbeitsunfähige und rassisch Minderwertige eingereiht. Neben der Rassereinhaltung schlägt Lanz Maßnahmen zur Rassentrennung vor. Erstens, Verbot der Rassenvermischung. Zweitens, Abschaffung der bürgerlichen Rechte für sogenannte Minderrassige. Drittens, Zwangsarbeit. Viertens, Deportation. Fünftens, Ghettoisierung. Auch diese Vorschläge wurden von den Nationalsozialisten komplett aufgegriffen. Erstens, die Nürnberger Gesetze vom 15. September 1935 verbieten rassische Mischehen und, wie es wörtlich heißt, außerehelichen Verkehr zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen und artverwandten Blutes. Zweitens, das Reichsbürgergesetz vom selben Tag enthebt die Juden der bürgerlichen Gleichberechtigung. Drittens, Zwangsarbeit wurde während des Krieges gemäß Generalplan Ost über die slawischen Völker verhängt. Viertens, selbst am Lanzschen Plan der Deportation Minderrassiger hielten die Nationalsozialisten fest. Erst als mehrere internationale Konferenzen im französischen Evian scheiterten, auf denen die Deportation der europäischen Juden nach Madagaskar erörtert wurde, ging die SS zur Ghettoisierung der Juden in abgeschlossenen Lagern oder Orten über. 1941 ist diese Aktion abgeschlossen. Schließlich schlägt Lanz von Liebenfels 2 Maßnahmen zur Vernichtung minderer Rassen vor. Erstens Massenverhaftungen und Erschießungen, zweitens die Endlösung der Judenfrage. Vergleichen wir dazu die Aktionen der SS. Erstens,
Nach der Besetzung Polens setzte eine Verhaftungswelle von Polen und Juden durch SS und Sicherheitsdienst ein, in Russland durch die berüchtigten Einsatzgruppen. Im Gefolge des Russlandfeldzuges schließlich wurde die Ermordung der ghettoisierten Juden erwogen. Zweitens, in der Wannsee-Konferenz vom 20. Januar 1942 wurde die Endlösung der Judenfrage beschlossen und organisatorisch ausgearbeitet. Während der folgenden 3 Jahre wurden in den polnischen Vernichtungslagern nahezu 5 Millionen Juden vergast oder auf andere Weise ermordet. Diese Aufgabe brauchte eigens geschulte Männer, eingeschworene Männer, die gedrillt waren, Befehle widerspruchslos auszuführen. Heinrich Himmler sagt am 4. Oktober 1943 bei der SS-Gruppenführertagung in Posen: Ich meine jetzt die Ausrottung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. Das jüdische Volk wird ausgerottet, sagt ein jeder Parteigenosse. Ganz klar steht in unserem Programm: Ausschaltung der Juden, Ausrottung. Machen wir. Und dann kommen sie alle an, die braven 80 Millionen Deutschen. Und jeder hat seinen anständigen Juden. Es ist ja klar, die anderen sind Schweine. Aber dieser eine ist ein prima Jude. Von allen, die so reden, hat keiner zugesehen, keiner hat es durchgestanden. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen, wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Dies durchgehalten zu haben und dabei, abgesehen von Ausnahmen menschlicher Schwächen, anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht. Dies ist ein niemals geschriebenes und niemals zu schreibendes Ruhmesblatt unserer Geschichte. Welche Glaubenslehre ist so überzeugend, dass sie einen Menschen zum Massenmörder aufwiegelt? Sind da nicht besondere Techniken der Beeinflussung eingesetzt worden? Fast möchte man es glauben, aber Beweise gibt es dafür bislang nicht. Die von den bereits erwähnten Spekulationsautoren aufgestellte These, die höheren SS-Führer seien in magischen Ritualen zu Meistern der neuen NS-Okkultreligion eingeweiht worden, erscheint mit einem Blick auf Hitlers und Himmlers okkulte Neigungen und Ziele nicht so abwegig. Aber Wahrscheinlichkeiten sind keine historischen Fakten. Tatsache ist, dass die hohe SS-Führung glaubte, was sie predigte. Und diesen Glauben vermittelten sie ihren Untergebenen, indem sie an das religiöse Gefühl der SS-Männer appellierten. Getreu den Worten von Gustave Le Bon: Das religiöse Gefühl besitzt sehr einfache Merkmale. Anbetung eines vermeintlich höheren Wesens, Furcht vor der ihm zugeschriebenen magischen Gewalt, blinde Ergebung unter dessen Befehle, Unfähigkeit zur Diskussion über dessen Dogmen, Streben nach deren Verbreitung, Tendenz, jene als Feinde zu betrachten, die sie nicht annehmen. Nicht bloß, wenn man eine Gottheit verehrt, ist man religiös, sondern auch dann, wenn man alle Kräfte des Geistes, alle Willensergebung, alle Gluten des Fanatismus dem Dienste einer Kraft oder eines Wesens weiht, welches zum Ziel und Führer der Gedanken und Handlungen wird. Zum Ziel der Gedanken und Handlungen der SS, des deutschen Volkes, ja aller germanischen Völker, sollte der Glaube an den Führer und der Glaube an die Berufung der arischen Rasse zur Rettung der Welt werden. Die schwarzen Ordensritter übernahmen die Ausrottung der jüdischen Rasse. Das deutsche Volk wurde zur Unterjochung Europas verpflichtet. Und nach Errichtung der NS-Herrschaft über Europa sollten die nordischen Völker daran gehen, die Welt zu regieren und die neue arische Hochkultur der Menschheit einzuleiten. Wir wissen, dass sich diese Botschaft nicht erfüllt hat. Die Magie des Nationalsozialismus zerbrach an der Realität der Vernunft. Mit Träumen und Mythen ließen sich keine Panzer aufhalten. Hitlers Weg hatte sich selbst als Weg der Zerstörung entlarvt. Einer Zerstörung, die nicht einmal vor dem eigenen Volk Halt machte. Sechstes Kapitel: Die Zerstörung der Tempel und die Bestrafung der Priester. War der Nationalsozialismus angewandte Magie? Magie mit dem Ziel, ein neues arisches Zeitalter einzuleiten. Fassen wir zusammen. Hitler lernt während seines Aufenthalts in Wien vor dem Ersten Weltkrieg die Ideologie völkisch-rassistischer Geheimorden kennen. Wichtigste Namen sind Guido von List und Lanz von Liebenfels. Nach dem Krieg wird Hitler von der Thule-Gesellschaft in München aufgebaut. Die Thule bestätigt die hitlersche antisemitische Weltanschauung und lehrt den Parteiredner die Gesetze der Massenpsychologie.
Gleichzeitig führt Thule-Dogmatiker Dietrich Eckart den unerfahrenen Redner in die einflussreichen Gesellschaftskreise ein. Hitler übernimmt von den völkischen Logen den Gebrauch von magischen Symbolen und benutzt sie als Identifizierungsobjekte für seine Bewegung und als Unterscheidung von den übrigen Parteien. Hakenkreuz und Feuer, Fahne und Uniform heben die Nationalsozialisten im gesellschaftlichen Leben ab und repräsentieren Erneuerung und Wiedergeburt, Kraft und neue Ordnung. Durch den obligatorischen Heil-Hitler-Gruß sorgt Hitler dafür, dass er selbst stets im Bewusstsein seiner Gefolgsleute präsent ist. Neben diesen Symbolen übernimmt er von der Thule und ihren Vorläufern die Mythen von der arischen Rassegemeinschaft, von Blut und Boden, von Kampf und Treue und von Führer und Gefolgschaft. Es ist besonders der Mythos vom gottgesandten Führer, von der Propaganda zu einem regelrechten Führerkult getrieben, der die übrigen Mythen und Dogmen des Nationalsozialismus zur Glaubenslehre erhebt. So schreibt Goebbels noch am 31. Dezember 1944, zu einem Zeitpunkt, als die Niederlage Deutschlands bereits klar abzusehen ist, in der Zeitschrift Das Reich. Wenn ich auch weiß, dass er das gar nicht gern mag, so habe ich doch das Bedürfnis, am Ende dieses Jahres zum deutschen Volk über den Führer zu sprechen. Wenn die Welt wirklich wüsste, was er ihr zu sagen und zu geben hat und wie tief seine Liebe über sein eigenes Volk hinaus der ganzen Menschheit gehört, dann würde sie in dieser Stunde noch Abschied nehmen von ihren falschen Göttern und ihm ihre Huldigung darbringen. Er ist die größte unter den Persönlichkeiten, die heute Geschichte machen. Ihnen allen steht er weit voran in der Voraussicht der Dinge, die kommen. Er überragt sie nicht nur an Genie und politischem Instinkt, sondern auch an Wissen, Charakter und Willenskraft. Der Mann, der sich zum Ziel gesetzt hat, sein Volk zu erlösen und darüber hinaus das Gesicht eines Kontinents neu zu prägen, verbringt seine Tage und einen großen Teil seiner schlaflosen Nächte im Kreise seiner engeren und engsten Mitarbeiter und steht doch auch unter ihnen in der eisigen Einsamkeit des Genies, das sich über alle und alles triumphierend erhebt. Nie kommt ein Wort der Falschheit oder einer niedrigen Gesinnung über seine Lippen. Er ist die Wahrheit selbst. Man braucht nur in seiner Nähe zu weilen, um körperlich zu fühlen, wie viel Kraft er ausstrahlt, wie stark er ist und wie viel Stärke er anderen mitzuteilen weiß. Von ihm geht ein ununterbrochener Strom von Gläubigkeit und festem Willen nach dem Großen aus. Es gibt niemanden in seinem weiten Umkreis, der davon nicht erfasst würde. Der Mythos vom Erlöser Hitler ist der entscheidende Geniestreich, den Hitler und sein Thule-Bruder Hess in ihrer gemeinsamen Haftzeit in Landsberg aushecken. Seit dieser Zeit glaubt Hitler selbst an seine Mission. 1924 markiert damit den Wendepunkt in Hitlers Leben und gleichfalls den Wendepunkt der europäischen Geschichte. Mit der Überzeugungskraft seines eigenen Glaubens entwirft Hitler Traumbilder, Mythen von einer glorreichen Zukunft, die den Sehnsüchten seiner Zuhörer entsprechen. Mit Hilfe von Ritualen, die aus dem Erbe jener rassistischen Geheimlogen stammen, schaffen Hitler und seine Dramaturgen auf Massenveranstaltungen eine als Gottesdienst und Andacht beschriebene Atmosphäre, die für eine logische Analyse des Geschehens keinen Platz lässt und stattdessen religiöse Gefühle bei den Teilnehmern erzeugt. Aber die Nationalsozialisten verlassen sich nicht nur auf ihr Wissen in Massenhypnose. Sie erfassen die Bevölkerung nach der Machtübernahme am 30. Januar 1933 und beginnen unverzüglich, Erziehung, Wissenschaft und Kunst zu arisieren. Vor allem aber sichern sie sich die totale Kontrolle des gesellschaftlichen Lebens. Bereits Ende 1933 ist die totale Diktatur installiert. Und wiederum sind es Thule-Brüder, die diese Aktion generalstabsmäßig durchführen. Wilhelm Frick kontrolliert als Reichsinnenminister die innere Ordnung des neuen NS-Reiches. Franz Görtner untersteht als Reichsjustizminister die gesetzgebende Gewalt im Reich. Hans Frank, Hitlers Rechtsberater aus den 20er Jahren, wird Reichskommissar für die Gleichschaltung der Justiz in den Ländern. Heinrich Jost überwacht als Chef des SS-Geheimdienstes die Aktivitäten aller höheren Partei- und Regierungsmitglieder.
Max Ammann, der NSDAP-Geschäftsführer in Hitlers Aufbaujahren, wird Vorsitzender der Vereinigung der deutschen Zeitungsverleger. 1943 hat er seinem Presseimperium 82% der deutschen Zeitungen einverleibt. Gleichzeitig ist Ammann als Präsident der Reichspressekammer oberster Führer und Weisungsbevollmächtigter über die deutschen Journalisten. Alfred Rosenberg, Hitlers Rassismuslehrer, wird für die weltanschauliche Indoktrination der Deutschen verantwortlich. Hitler hat alle Kabinettsposten des am 30. Januar 1933 um 11 Uhr morgens vereidigten Reichskabinetts mit Thule-Männern besetzt. Die Logenbrüder sitzen an der Spitze von Exekutive, Legislative und Judikative. Darüber hinaus kontrolliert Thule-Bruder Ammann die Presse. Offiziell freilich wird von dieser Thule-Verschwörung nichts bekannt. Im Gegenteil, die Thule löst sich 1925 offiziell auf. Ordensgründer Rudolf von Sebottendorf wird Emigration nahegelegt. 1933 kehrt der naive Okkultist nach Deutschland zurück und verfasst das Buch »Bevor Hitler kam«, in dem er die Thule als geistigen Ziehvater der NSDAP zu erkennen gibt. Das Buch hat die Buchläden nie gesehen. Seine Verbreitung wird untersagt. Sebottendorf wird nach Istanbul abgeschoben, wo er für Herbert Röttlinger und den deutschen Geheimdienst gearbeitet haben soll. Sein Tod am 9. Mai 1945 ist bis heute ein Rätsel geblieben. Die bereits zitierten Spekulationsautoren berichten, Sebottendorf sei von zwei deutschen Geheimagenten ermordet worden. Aber auch die übrigen geistigen Väter des Nationalsozialismus sollen nach dem Willen der regierenden Thule totgeschwiegen werden. Okkulte Gruppen werden im Dritten Reich nicht geduldet. Lanz von Liebenfels wird 1933 untersagt, weiter in Deutschland zu veröffentlichen. Lanz emigriert in die Schweiz. Die Mitglieder der übrigen Geheimlogen werden in zwei Verhaftungswellen ausgeschaltet. Die erste Aktion ist 1936, doch kann Rudolf Hess einige Gruppen und Personen vor dem staatlichen Zugriff bewahren. Umso unnachsichtiger greift die SS in der sogenannten Aktion Hess 1941 durch. Hess' gescheiterte England-Mission liefert Hitler und Himmler einen willkommenen Vorwand, nun alle die einzusperren und mundtot zu machen, die für eine derartige geistige Verirrung, als die jetzt Hess-England-Flug offiziell hingestellt wird, verantwortlich seien. Die Glaubensheiler und Wahrsager, die Pendler und Routengeher, die Astrologen und Okkultisten. Einzelne freilich haben sich schon vor dieser Aktion in die sicheren Fänge des einzig staatlich zugelassenen okkulten Ordens, der SS, geflüchtet. Unter Heinrich Himmlers Obhut führen diese SS-Ehrenmitglieder ihre okkulten Studien weiter. Die SS übernimmt nicht nur das okkulte Erbe, die SS wird auch zum Vollstrecker der NS-Rassereligion. Die sogenannten niederen Rassen werden zu Zwangsarbeit verpflichtet oder ausgerottet. Die arische Herrenrasse wird innerhalb der SS aufgezüchtet. Im Zugriff auf die Weltherrschaft, der am 1. September 1939 beginnt, erweist sich jedoch die Realität stärker als der Mythos. Die Wirklichkeit der drohenden Niederlage Deutschlands stimmt mit den Traumbildern einer neuen arischen Zeit nicht mehr überein. Oder anders gesagt, Hitler weiß, dass seine magische Technik, die Realität mit dem Mythos zu ersetzen, nicht mehr funktioniert. Seit Anfang 1942 tritt er nicht mehr öffentlich auf und verbarrikadiert sich im Führerhauptquartier. Der Historiker Alan Bullock schreibt: Hier lebte er in seiner eigenen privaten Welt, von der die hässlichen und niederschmetternden Tatsachen der Lage in Deutschland ausgeschlossen waren. Er weigerte sich auch nur eine der bombardierten Städte zu besichtigen, ebenso wie er es ablehnte, Berichte zu lesen, die dem Bild zuwiderliefen, das er sich machen wollte. Einige Jahre lang waren die Bilder, die sich Hitler von der Wirklichkeit machte, tatsächlich zur Realität geworden. Der Psychologe nennt diese Technik Visualisation oder Imagination. Gerade an diesen Visualisationen, an die er aus seiner Kenntnis der Magie so sehr glaubte, ist Hitler schließlich gescheitert. Der Engländer J. H. Brennan schreibt: Jeder Adept, jeder Schüler der Magie hätte ihn aufklären können, dass alle erfolgreichen Visualisationen die Realität als Grundlage und Ausgangsbasis benutzen, statt in einem vergeblichen Unterfangen zu versuchen, die Realität zu überwinden. Hitler glaubte jedoch nicht an eine Beschränkung des menschlichen Geistes durch die Realität der stofflichen Welt. Sein Lehrer Dietrich Eckart hatte ihm bereits zu Beginn seiner Karriere die Überzeugung vermittelt, dass die geistige Welt,
der materiellen überlegen sein. Dass der Mensch Kraft seiner Gedanken also die Welt verändern könne. An diesem okkulten Credo hielt Hitler bis zum Ende fest. Und so betrachtete er die Niederlage Deutschlands nicht als Zusammenbruch, sondern als gottgewollte Götterdämmerung. In der Sage heißt es: Wotan, der Gott der Zerstörung und des Todes, der Gott, der Menschenopfer liebt, der Gott, der seinen Wolf Fenrir als treuen Begleiter hat, befiehlt Ragnarok, das Ende der Welt in einer gewaltigen Endschlacht. Von Hitlers Jugendfreund Kubizek wissen wir, dass Hitler sein Buch mit deutschen Heldensagen als seinen wertvollsten Besitz bezeichnete. Von Hitler ist außerdem bekannt, dass er in den letzten Kriegstagen das Junge seines Schäferhundes Wolf taufte. Es scheint also nicht abwegig, dass sich Hitler am Ende als der teutonische Gott sah, der den alten Mythos erfüllt. General Guderian überlieferte folgende Hitlerworte aus dem Bunker der Reichskanzlei. Wenn der Krieg verloren geht, wird auch das Volk verloren sein. Dieses Schicksal ist unabwendbar. Es ist nicht notwendig, auf die Grundlagen, die das Volk zu einem primitiven Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil ist es besser, selbst diese Dinge zu zerstören. Denn das Volk hat sich als das Schwächere erwiesen. Und dem stärkeren Ostvolk gehört dann ausschließlich die Zukunft. Was nach dem Kampf übrig bleibt, sind ohnehin nur die Minderwertigen. Denn die Guten sind gefallen. Eine der letzten Äußerungen Hitlers vor seinem Selbstmord am 30. April 1945. Selbst kurz vor seinem Tod hält Hitler an seiner Glaubenslehre fest, die lautet: Das Recht zu leben hat nur der Stärkere. Wenn das deutsche Volk untergehe, dann sei es noch nicht reif für die Weltherrschaft. Aber er, Hitler, habe den Weg in die Zukunft gewiesen. In seinem politischen Testament vom 29. April 1945 schreibt Hitler: Aus dem Opfer unserer Soldaten und aus meiner eigenen Verbundenheit mit ihnen bis in den Tod wird in der deutschen Geschichte so oder so einmal wieder der Same aufgehen zur strahlenden Wiedergeburt der nationalsozialistischen Bewegung und damit Verwirklichung einer wahren Volksgemeinschaft. Selbst in der letzten Verlautbarung vor seinem Tod spricht Hitler religiöse Gefühle an. Der sinnlose Tod von Millionen von Menschen wird von Hitler zum Opfertod stilisiert. Hitler erinnert noch einmal an den Eid der deutschen Soldaten und erhebt ihn dann zum Symbol der mystischen Verbundenheit zwischen den Gläubigen und ihrem Erlöser, eine mystische Befruchtung, aus der ein Same aufgeht. Eine Unio Mystica in Dietrich Eckarts Sinn, die zur Wiedergeburt der Gläubigen in einer wahren Volksgemeinschaft führt. Im letzten Satz seines Testaments gibt Hitler die letzte Anweisung als Führer Deutschlands, die seinen Tod überdauern soll. Vor allem verpflichte ich die Führung der Nation und die Gefolgschaft zur peinlichen Einhaltung der Rassengesetze und zum unbarmherzigen Widerstand gegen den Weltvergifter aller Völker, das internationale Judentum. Das neue Reich hielt nur noch eine Woche nach Hitlers Tod den alliierten Armeen stand, dann kapitulierte es. Seine Monumentalbauten, jene Tempel der Führeranbetung, die Jahrtausende überdauern sollten, wurden in die Luft gesprengt und als Steinbrüche benutzt. Seine Propheten begingen Selbstmord oder sie wurden vom Internationalen Militärtribunal in Nürnberg zum Tode verurteilt. Die Zeit nationalsozialistischer Prägung war zu Ende. Die Sehnsucht nach einer neuen Zeit jedoch war 1945 stärker als je zuvor. Die Schrecken eines totalitär regierten neuen Zeitalters lenkten die Sehnsüchte der Menschen jetzt in die entgegengesetzte Richtung. Frieden statt Krieg, Freiheit statt Unterdrückung, Gleichberechtigung und Mitbestimmung statt Hierarchie und Diktatur, Toleranz statt Vorurteil, Meditation statt Magie. Aus diesen Pazifisten und Demokraten formte sich in den späten 70er Jahren die sogenannte New Age-Bewegung. Die New Age-Bewegung in den USA und in Europa hat aus dem deutschen Irrweg gelernt. Sie schließt alle Nationen, Rassen und Religionen ein. Sie fordert die Entwicklung des Menschen auf ausschließlich freiwilliger Basis. Sie lehnt jegliche pseudoreligiöse Form oder Magie ab. Sie ruft zu Wachsamkeit gegenüber Heilslehren auf und sie warnt vor jeder Gruppierung, die Andersdenkende nicht toleriert oder gar attackiert. Ist damit jedoch auszuschließen, dass irgendwann in der Zukunft und irgendwo auf der Erde wieder ein sogenannter Berufener mit dem Ruf »Folgt mir, ich führe euch in die neue Zeit« die Massen verführt?
Wie kann ein viertes Reich vermieden werden? Vielleicht, indem wir einen Ratschlag Buddhas befolgen. Glaube nicht an etwas, nur weil du es gehört hast. Glaube nicht an Traditionen, nur weil sie über viele Generationen weitergereicht wurden. Glaube nicht an etwas, nur weil viele darüber sprechen. Glaube nicht an etwas nur wegen der Autorität deiner Lehrer und Vorfahren. Aber wenn du nach Beobachtung und Analyse herausfindest, dass die Glaubenslehre mit der Vernunft übereinstimmt und dass sie zum Wohle des Einzelnen und aller beiträgt, dann akzeptiere sie und lebe danach.